Aber wir können zumindest mal die Tonlautstärke ein bisschen koordinieren. So, jetzt sprech mal was. Frühstück, Mittagessen, Abendessen, 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr, Müsli, Okay. Bananen. Ja, sollte gehen. Ja, das ist immer schön, wenn man jemanden sagt, sag mal was, kann man das dann gleich einer Psychoanalyse unterwerfen. Was bedeutet es, wenn deine erste Assoziation ist Frühstück, Mittag, Abend? Ich kann dir sagen, was das bedeutet. Das Was denn? bedeutet, dass ich das immer sage, wenn ich irgendeine Sprechrolle abgeben soll. Das mache ich immer so. Ach so. Das habe ich mir schon vor vielen Jahren angewöhnt. Und das ist das, was das bedeutet. Ah, okay. Wäre ich jetzt als Psychoanalyst gescheitert. Allerdings. Ich hätte da jetzt viel rein interpretiert. An Luststrategien des Essens, dass du aus deiner frühkindlichen oralen Phase nicht entkommen konntest und jetzt immer noch ans Essen denkst. Ja, so. Und was ist? Nee, du machst es einfach immer so. Mach immer so, genau. So, jetzt muss ich noch mal, will ich Echt, doch noch. natürlich jetzt sehr leid, wenn ich das gewusst hätte, dass dich das betroffen macht. Ja, ich bin doch Küchenpsychologe. Ich versuche mich da immer so ein bisschen, aber ich glaube, wir hatten ja hier auch mal einen Psychologen als Gast und wir hatten doch auch übereinstimmend festgestellt, dass das diametral zueinander stehende Herangehensweisen an Soziale sind. So eine psychologische und eine soziologische Perspektive. Und ich hatte das ja beides im Studium Psychologie als Nebenfach und das ist furchtbar gewesen, weil man sich tatsächlich richtig entscheiden musste für eine Perspektive. Wenn du jetzt so Geschichte oder Geografie als soziologisches Nebenfach gewählt hast, das ist irgendwie kompatibler, Was finde heißt, ich. du musstest dich entscheiden? Was bedeutet das? Naja, wir Psychologen beziehen halt alles auf irgendwelche emotionalen Zustände und Gehirnzustände und davon versuchen sich ja Soziologen weitgehend zu entfernen. Und das macht es halt schwer, wenn man dann beides lernt als Möglichkeit, Sachen zu interpretieren und das dann übereinbringen will. Also ich empfand es als schwierig. Aber ich habe es jetzt Ja, nie so. die Schwierigkeiten kannst du auflösen, wenn du dich mit Systemtheorie befassen würdest. Da kommen aber ganz andere Schwierigkeiten auf einen zu. Ja, nun, also bitteschön, dann nichts ist kostenlos zu bekommen. Also, was willst du denn? Also, Ich komme von der Schause. Es ist Sonntag, 16 Uhr, draußen ist es kalt und hier ist der Klaus Kosanowski, Soziologe, Systemtheoretiker, Blogger auf differentia-wordpress.com oder in Google einzugeben. Da tauchst du auch auf. Hallo. Hat sich einiges geändert am Sowich-Stammtisch? Wir wollen das nämlich nicht mehr. Also früher war es so, wir hatten Gäste, die wir danach ausgewählt haben, was interessant sein könnte für ein Publikum. Und dann haben wir uns aber gedacht, was haben wir jetzt von einem Publikum? Und der Stefan Seidel hat uns da ja immer kritisiert von dem 1996, von 1968 Kritik-Podcast. Und tatsächlich habe ich dann drüber nachgedacht. Ja, Wie, du hast darüber also nachgedacht, was der gesagt hat. ist sonst Interessantes nicht meine Konzept, Art. interessantes Konzept, das muss ich mir mal aufschreiben. Probier's doch auch mal. Ja, wirklich wahr. Nicht immer die Leute hier zerschießen wie beim letzten Mal. ja, und da habe ich gedacht, was haben wir denn vor? Und weil es hören uns ja auch welche zum Einschlafen und wie wir da im Vorgeplänkel schon, als die Aufnahme nicht lief, gesagt haben, die schlafen ein hier, wir kümmern uns um die, damit die einschlafen und wir sagen, oh, wir haben Leute, die uns hören, aber die hören uns ja nur zum Einschlafen. Und nee, wir machen das jetzt so, dass wir den Podcast als Arbeitsgespräche nehmen. Also immer, wenn wir irgendwie, wir sind ja drei Leute, von denen heute zwei fehlen, hier, immer, wir stecken alle in irgendwelchen wissenschaftlichen Arbeiten und immer, wenn wir so Fragen zu klären haben, klären wir die untereinander, lassen das mitlaufen oder laden jemand zu, wenn es gerade passt. Und bei dir passt das halt deshalb gut, weil ich ja hier podcaste und du einen Blogartikel, einen ziemlich langen geschrieben hast. Wie viele Seiten? 25 oder so, ne? 25 sein. Naja, ich habe mehrere Folgen. Ich teile das Ja. immer so in Folgen auf, weil man darüber sehen kann, ob das überhaupt irgendjemanden interessiert.
Das Ach so, dann bist du auch interessiert Naja, an der es ist ja so, es ist Rückmeldung. ja immer was ist ja ganz typischer, es ist ja ein ganz typischer Fall. Kaum hast du gewinnst du irgendeine Information aus irgendetwas, schon bist du im nächsten Augenblick nicht mehr informiert. Also ich veröffentliche, also stell dir vor, ganz einfach, du veröffentlichst irgendeinen Blogartikel, du postest den und du bist im selben Augenblick praktisch nicht darüber informiert, wer das liest. Also in dem Augenblick, wo du weißt, dass es aufgerufen wird, das kannst du jetzt wissen, im selben Augenblick weißt du auf einmal nicht, wer und warum. Und jetzt bist du schlecht informiert. Du bist eigentlich, im Grunde genommen begibst du dich dadurch, dass du dich informierst, immer wieder in Situationen, in denen du dann auf einmal nicht mehr weißt, also worüber du dann eigentlich noch informiert bist. Und das Problem kannst du nicht einfach lösen. Und deshalb habe ich gemacht, ich habe das dann mal so gemacht, ich teile das dann auf in verschiedene Folgen. Und dann kann ich sehen, wenn die folgenden Artikel auch aufgerufen werden, dann kann ich sehen, aha, es muss offensichtlich irgendwen interessiert haben. Weißt du? Und ich habe das auch schon ganz häufig gehabt, dass das nicht passierte. Dass also dass nur die erste Folge aufgerufen wurde und alle weiteren nicht oder alle weiteren weniger häufig. Dann kann ich sehen, aha, es interessiert eigentlich niemanden mehr. Ja, und also wir haben das beim Podcast ja so ähnlich. Zu schnell sagt man, oh, da ist eine Podcast-Folge mit hohem Ausschlag, das hat wohl viel interessiert. Aber manchmal ist es einfach, dass sich das speist aus dem Interesse an Ja, Vorgängerfolgen. das weißt du eben nicht. Also das ist ja genau Ist der Punkt. Du weißt in dem Augenblick nicht, in dem Augenblick, wo du immer informiert bist, weißt du im selben Augenblick resultieren daraus weitere Fragen und über die bist du dann auf einmal aufgrund dieser Information nicht informiert. ja, schrecklich. Ja, und dann stehst du da. Also dieser Artikel, der wird ja auch dann mal publiziert, vielleicht ist das inzwischen schon in der Reihe, ne, in der Duisburger Kultur- und Technikreihe der Universität Duisburg. Und da ist es so, da bist du überhaupt nicht mehr informiert, weil es da keine Statistiken zu Ja. Downloads gibt. Den gibt es Ja, aber umso auf deinem besser. Blog. Das macht die Sache ja eigentlich sinnvoll. Eigentlich ist das ja nun, ne, weil dann weiß ich es nicht. Ja, wenn ich es nicht weiß, ja, dann ist es auch egal. Nicht weiß, ja klar. Dann stelle ich auch keine weiteren Fragen. So, wir müssen zumindest mal kurz sagen, worum es geht. Podcast, Radio ohne Professionalitätsmagie. Ja, so So eine das nennt. achteilige Serie. Und also ich habe es mir tatsächlich durchgelesen. Ich bin einer der, die dich dann quasi in eine Nichtinformation gedrängt haben durch ihre Teilnahme an deiner empirischen Forschung sozusagen. Denn das machst du ja, wenn du deine Statistiken aufrufst. Und das ist ja ein Punkt, den du hier abwatscht, die Empiristen. Na klar, also geht um Ja. die Unterscheidung von, es geht dabei um die Unterscheidung von erkenntnisorientierter Handlung und bedürfnisorientierter Handlung. Und diese Forscher, also so habe ich das darauf habe ich das reduziert. Die Forschung beauftragt sich selbst, weil sie natürlich selbstreflexiv merkt, das nennt man ja die Freiheit der Wissenschaft, die darf sich ihre Gegenstände wählen, die dürfen sich ihre Methoden wählen, die dürfen also über das, was und auch ihre Themen wählen, und im selben Augenblick stellen sie die Kontingenz fest und sagen, ah, warum tue ich das eigentlich? Oder, ne? Und dann kommen sie auf die Idee, sie hätten es ja nicht tun müssen und sagen, nennen das nun erkenntnisorientiert. Ihr eigenes Handeln und ihr eigenes Nachdenken, nennen sie erkenntnisorientiert. Und das, worüber sie nachdenken, ist über das Handeln der Nutzer, der Kunden, der Leser, der Zuschauer, der Zuhörer. Darüber denken sie danach und darüber wollen sie etwas wissen und sagen nun, die handeln eben nicht erkenntnisorientiert, sondern die handeln bedürfnisorientiert oder nachfrageorientiert oder so etwas. Ja, also da seien irgendwelche Bedürfnisse im Spiel, Interessen, Motiven, Gründe. Und sie lassen da die gleiche Kontingenz nicht gelten. Also für sich selber nehmen sie nun in Anspruch die Forschung. Für sich selber nimmt sie in Anspruch, in Bezug auf die Kontingenz ihres Tuns, erkenntnisorientiert zu handeln und rechnet den anderen ein bedürfnisorientiertes Handeln zu. So, und das kann man machen. Warum kann man das? Warum können Sie das für legitim halten? Weil ja die Sie da erforscht oder die, über die Sie meinen, sich ein Urteil zu bilden, keine Einspruchsmöglichkeit in der Wissenschaft haben. Es geht darum, dass sich in der Universität heute ein Beziehungsverhältnis umkehrt, das vor 200 Jahren so nicht gegeben war. Also das Beziehungsverhältnis zwischen Partizipationswahrscheinlichkeit und Inklusionswahrscheinlichkeit. Um das kurz zu erklären, vor 200 Jahren war die Inklusionswahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, weil die Partizipationswahrscheinlichkeit sehr gering war. Das heißt also, kurz gesagt, jeder, der an einer Universität ein Studium aufgenommen
aufgenommen und abgeschlossen hat, hatte im Prinzip mehr oder weniger die Möglichkeit, auch in der Wissenschaft inkludiert zu werden, beziehungsweise wenn nicht direkt in der Wissenschaft, sonst im Staatswesen. Also sprich, ob nun als Staatsbeamter, wo auch immer. Also das heißt, wer da ein Studium aufgenommen hat, hatte sehr hohe Inklusionschancen, weil die Partizipationschancen sehr gering waren, denn die allermeisten Menschen hatten ja nicht die Möglichkeit an einer Universität, die hatten ja nicht einmal die Möglichkeit, eine höhere Schulbildung zu haben. Und das hat sich ja nun umgekehrt. Wir haben jetzt, nachdem sozusagen der autoritäre Staat gescheitert ist und damit auch die autoritäre Wissenschaft gescheitert ist, haben wir jetzt eine sehr hohe Partizipationswahrscheinlichkeit, die ja auch immer weiter steigt, aber im Verhältnis dazu eine unglaublich geringe Inklusionswahrscheinlichkeit. Also das heißt, die allermeisten werden nach dem Studium ausgesperrt. Nicht nur das, sondern es gibt inzwischen etwas, das noch vor 30, 40 Jahren niemand für möglich gehalten hätte, nämlich Akademikerarbeitslosigkeit. Also nicht nur, dass sie, also natürlich haben Akademiker heute immer noch bessere Chancen, eine Arbeitsstelle zu bekommen als alle anderen, das ist schon richtig, aber das Verhältnis zwischen Inklusionswahrscheinlichkeit und Partizipationswahrscheinlichkeit, das ist doch umgekippt. Und jetzt kann man doch nicht einfach sagen, die wenigen, die sozusagen die von Inklusion erreichen, die haben das aufgrund ihrer genialen Leistungen, aufgrund ihres besonderen Charakters, aufgrund ihrer besonderen moralischen Stärke, aufgrund ihres besonderen Wissens, aufgrund ihrer besonderen Moral geschafft, sondern sie haben es einfach nur zufällig geschafft. Das ist einfach nur ein Zufallsgeschehen inzwischen. Und das war im 18. Jahrhundert noch anders. Da konnte man noch glauben, also an der Schwelle, ich meine, das 18. Jahrhundert ist die Schwelle vor der Industrialisierung, bevor also dann das Universitätswesen, bevor dann öffentlicher Dienst Einzug gehalten hat, also bevor das reglementiert wurde. Bis dahin konnte man noch glauben, das sind kluge Männer, also höhere Männer eines höheren Geistes, ne? Weil man ja nicht erklären musste, woher kommen auf einmal die vielen klugen Leute, die es ja nun tatsächlich auch gab. Es gab sie ja auch. Wo kommen die auf einmal alle her? Und man konnte keine andere Erklärung dafür finden als höhere Männer eines höheren Geistes. Ne? So. Wie soll das sonst möglich sein? Und deshalb hat es dann auch im 18. Jahrhundert diesen Geniekult gegeben, in der Dichtkunst überall, ne? Diesen Geniekult gegeben. Und dann, nachdem das dann reglementiert wurde, in den öffentlichen Dienst überführt wurde, Und was ist heute übrig? Heute ist es nur noch ein Zufallsgeschehen, aber die Strukturen, die daraufhin entstanden sind, und das ist ja genau der entscheidende Punkt, die haben sich, wie ich sagen möchte, trivialisiert, sie haben sich ausdifferenziert, sie haben sich trivialisiert, aber in den entscheidenden Aspekten haben sie sich nicht geändert. Nämlich da gilt innerhalb dieser Struktur sozusagen die Irritation über die eigene Handlung. Das nennt man dann Rechtfertigung für Handlung. Und Bildungsgesellschaft führt also zur akademischen Exklusionsgesellschaft, könnte man sagen. Naja, die Exklusion findet ja überall statt. Also jeder Mensch ist ja da in der Gesellschaft inkludiert, wo er nicht exkludiert wurde. Aber es geht ja darum, wenn man sich fragt, wie beurteilen wir Realität und wer, nicht nur wie, sondern wer kann darüber urteilen? Und wir sagen, diejenigen können nur darüber urteilen, die zufällig für den Rest ihres Lebens ein Freifahrtticket bekommen haben. Ja, die können kompetent und darüber urteilen. Und da würde ich sagen, das ist doch eher unwahrscheinlich. Also das ist eher unwahrscheinlich, dass ausgerechnet diejenigen, die zufällig in der Wissenschaftsbürokratie ein Freifahrtticket erringen für den Rest ihres Lebens, dass die Entscheidenden sind, die darüber kompetent und zuverlässig urteilen. Die können das auch, sicher. Die können das, keine Frage. Aber es ist doch wohl nicht so, dass wir jetzt noch sagen können, und dann kommt eben dieser interessante Punkt ins Spiel, aber sie können Einwände gegen diese Einsichten werden einfach exkludiert, das wird also nicht ausdiskutiert, das wird auch nicht abgestimmt, denn die Wissenschaft hat sich ja nie demokratisiert, das kann sie auch nicht. Wissenschaft ist nicht demokratisch und das kann sie auch nicht sein, sondern es wird einfach sozusagen abgewiesen oder es wird differenziert. Und jetzt stellt man sich ja die Frage, was wird denn mit den vielen klugen Leuten, die durch diesen Durchlauferhitzer durchgehen und die exkludiert werden und die jetzt auch nicht einfach mehr sagen können, naja, ich hätte ja die große Chance in der Industrie, gibt es ja auch nicht mehr. Also man muss sich das wirklich vorstellen. Also mein Schwiegervater, der hat in den 60er Jahren studiert, der bekam am Ende des Studiums von den Unternehmen, bekam der Aufforderungen, sich zu bewerben. Ja, das ist für uns, der bekam Aufforderungen, also er sollte sich bewerben, der konnte sich also aussuchen. Der konnte sich das einfach aussuchen, der konnte sich seine Karriere aussuchen. So etwas ist für uns unvorstellbar. Bei uns ist das eigentlich, sind das Zufälle nur noch. Und ich meine nun, dass gerade dieses Podcasting ist, wenn auch als triviales Phänomen,
Aber da zeigt sich eben doch, wenn es auch ein triviales Phänomen ist, aber da zeigt sich eben doch, dass hier auch die Selbstbeauftragung funktioniert. Also das heißt, die Leute fangen einfach an, in ein Mikrofon zu sprechen, und man kann nicht einfach nur sagen, und das tun dann die empirischen Forscher, die dann sich über Podcasting irritieren, die gehen nun hin und sagen, war vorher der Nutzer, der Hörer, der Empfänger, war der bedürfnisorientiert in seiner Handlung, dann ist es jetzt der Sender. Ach so, okay. Und jetzt sagen sie einfach, das Senden selber sei jetzt das Bedürfnis. Und jetzt behalten die das Schema einfach bei und unterscheiden wieder zwischen erkenntnisorientiert und bedürfnisorientiert und sagen, die ganzen Podcaster handeln jetzt ebenfalls bedürfnisorientiert und bedürfnisorientiert und blenden einfach aus, dass diejenigen, die so sprechen, selbst als Interviewgäste bei Podcastings auffallen. Die blenden einfach aus, dass du beispielsweise, der du selber Soziologe bist, sie blenden jetzt einfach aus, dass die Selbstbeschreibung derjenigen, die dieses Podcasting machen, dass die damit überhaupt nichts zu tun hat. Das dürfen sie einfach ignorieren. So, dass wir eben haben, dass wir eben diese Unterscheidung von erkenntnisorientierter Beurteilung und bedürfnisorientierter Beurteilung, dass man das einfach weglassen müsste und dann nicht danach fragen müsste, was sind die Gründe oder die Motive für das Handeln der Menschen, sondern was geschieht da einfach auf der Ebene der sozialen Selbstregelungen? Was geschieht da eigentlich? Und dann bin ich eben auf die Idee gekommen zu sagen, vorher haben sich Sender und Empfänger voreinander ausgeschaltet, wenn sie ihren jeweiligen Apparat eingeschaltet haben, und heute schaltet man genau diese Ausschaltungsregelung, die wird nun selbst ausgeschaltet durch das Internet. Aber das müssen wir, glaube ich, nochmal. Der Empfänger schaltet sich für den Sänger in dem Augenblick, wo der Empfänger sich einschaltet, sein Empfangsapparat einschaltet, schaltet er sich für den Sender aus. Das heißt also, der Sender weiß im selben Augenblick nur, dass jemand eingeschaltet hat oder dass eine Masse eingeschaltet hat, aber er weiß plötzlich genau nicht mehr, wer sind die Leute eigentlich, warum machen die das eigentlich, was wollen die eigentlich hören. Das weiß er im selben Augenblick nicht. Das heißt, ne, das, aber das wusste er vorher ja. Ja, weiß aber auch egal. Okay, ja. Also, ne, es ist ja völlig egal, was die Leute im Radio hören wollen, wenn es kein Radio gibt. Dann, das, ne, ist völlig uninteressant. Sondern in dem Augenblick, wo es die Unterscheidung in Sendeapparat und Empfangsapparat gibt, schalten beide ihren jeweiligen Apparat ein, aber sie schalten etwas sehr, sehr Verschiedenes ein. Nämlich der Empfangsapparat ist ja etwas anderes als der Sendeapparat. Aber im selben Augenblick schalten sie sich füreinander aus. Die Empfänger, die Masse der Empfänger sind nun ausgeschaltet. Auf einmal weiß man über die nicht, wer sind sie eigentlich, wo wohnen sie eigentlich, wie alt sind sie, was wollen die eigentlich hören. Das ist das eine Seite des Nichtwissens, das sich dadurch ereignet. Und die andere Seite des Nichtwissens ist, dass in dem Augenblick, wo der Empfänger den Apparat einschaltet, seinen Apparat einschaltet, der Empfänger auf einmal etwas nicht weiß. Er weiß nämlich auf einmal nicht, woher kommen eigentlich diese vielen klugen Leute und warum sind die also begabt und was können die eigentlich so toll und woher kommen diese kompetenten Leute, wo kommen die auf einmal eigentlich alle her? Das heißt, diese Prominenz und diese schicken, schönen, tollen Leute, die kann er auf einmal sehen oder hören und macht nun daraus ein Rätsel. Das schlägt sich dann so nieder in irgendwelchen Personenkulten und in irgendwelchen Hypes von Personen, die was weiß ich, was ganz Besonderes sind oder was Besonderes. Ne? Im Fantum. Ja, da so diese, wie sagt man, ne, diese, ne, wie nennt man das denn? Hier in der Podcast-Szene sagt man dazu die Groupies. Ja, ne, auf einmal ist das so ein großes Rätsel um Künstler, um Politiker, um Schriftsteller, was das für tolle Leute sind. Woher kommt denn auf einmal das Rätselraten? Naja, Antwort, sie wissen eben etwas in dem Augenblick nicht. Du hast ja gesagt, dass die Faszination, die es auch ausmacht. Ja klar, also das ist, das heißt, dass ich nicht weiß, also dass mir es ein Rätsel ist, was mir da präsentiert wird im Radio. Genau, du weißt es in dem Augenblick nicht. Und vor allem, das ist ja auch, und das kommt hinzu, du kannst in dem Augenblick, wo du vor dem Radio sitzt, oder auch dasselbe gilt ja auch für den Fernseher, du bist im selben Augenblick der Beeinflussung dessen, was da geschieht, entzogen. Ist ja klar, weil jetzt lässt du deine Wahrnehmung von dem beeinflussen, was du hörst oder siehst, und jetzt kannst du außer das Gerät ausschalten, eigentlich nichts anderes machen. Ja, und jetzt muss ich aber trotzdem noch mal hier nur für mich klarkriegen. Also Faszination des Radios, habe ich mir notiert, die entsteht durch die Einschaltung des Ausschaltgerätes. Und mit Ausschaltgerät meinst du die Möglichkeit zu wissen, etwas über den, in dem Fall über den Sender zu wissen. Oder bin ich da jetzt schräg? Das Ausschaltgerät ist der Empfangsapparat.
Okay. Ja, und wenn ich es ausschalte, also wenn ich das Einschaltgerät ausschalte, weiß ich halt nichts mehr. Also ich bin halt Über. schlecht informiert im selben Augenblick. Das ist der, ich weiß, Ja, irgendwas okay. weißt du natürlich, aber du bist im selben Augenblick schlecht darüber informiert. Weshalb du ja hörst. Das ist ja genau das, was dann die Okay. Anlässe dafür liefert, sozusagen das Programm zu verfolgen. Und das entsteht nur durch diese Kommunikation, durch nichts anderes. Also es entsteht nicht einfach aufgrund irgendwelcher Motive, sondern nur, weil du jetzt auf einmal schlecht informiert bist. Und das Gelbe gilt andersherum auch. Der Sendeapparat, der schaltet sich in dem Augenblick, wo der anfängt, sein Programm zu gestalten, zu senden, schalten die auf einmal ihr Wissen darüber aus, mit wem sie es zu tun haben und müssen jetzt Aufwand leisten, um herauszufinden, mit wem sie es zu tun haben und müssen dann Media-Analyse betreiben, Marktforschung, Marktumfragen, Konsumentenprofile, was weiß ich. Sie müssen einen riesen irren Aufwand leisten, um dann für eine unerreichbare Masse ein Programm zu machen. Ein Problem, das sie ja nicht hätten, wenn sie den Senderapparat nicht einschalten würden. Wenn Sie nicht eingeschalten hätten, würde man jetzt so vielleicht sagen, naja, da wussten Sie ja eigentlich auch nicht viel, aber du würdest jetzt sagen, das spielte dann halt keine Rolle. Erst in dem Moment, wo ich von denen was höre, fange ich an, darüber nachzudenken, dass ich da ja eigentlich was nicht weiß. Und dann muss ich mich informieren. Genau, und das Und dann liefert. lese ich die Zeitung. Da könnte man ja sagen, okay, der Sender will sich ja informieren, quasi über den Empfänger und treibt Aufwand wie das, also Downloadzahlen oder Abrufzahlen und Sowas. Umfragen und so weiter, ne? Quoten. Und jetzt will sich der Empfänger andererseits, der sieht sich ja auch in so einem Informationsvakuum in dem Moment, wo er einschaltet. Und vielleicht will der sich ja dann deshalb informieren über die ganzen Boulevardzeitschriften und so weiter, Ja, über natürlich. die Sache, Klar. die er da nicht weiß. Da bin ich dir recht dankbar, nämlich für diesen Artikel, weil ich glaube, da etwas verstanden zu haben, was den Ursprung von Kommunikation angeht, weil so, naja, ich glaube, das kritisierst du auch irgendwo. So, wir Empiriker, wir empirischen Forscher, wir suchen ja den Grund, warum jetzt dieser Mensch diese Information abrufen will. Warum er da reingeht und sagt, so, ich klicke jetzt den Podcast an, um da mich zu informieren. Und soweit ich das verstanden habe, würdest du da nicht so ranfragen, Nee. sondern du würdest sagen, Kommunikation entsteht einfach und das ist ja witzig, und das hat mir so einen Aha-Effekt gegeben, weil du schreibst, Kommunikation, also in dem Moment, wo ich frage, wie Kommunikation entsteht, kann ich das ja nur fragen, weil sie schon entstanden ist. Genau. Weil die Frage ja schon Genau. dann auch zirkuliert. Genau, Ja? genau. Ja, also, aber wo kommt sie denn her? Ja nun, das Kann ist. man nicht beantworten. Was denn? Wo kommt sie her? Wenn ich jetzt sage, wo kommt denn die Nee, Kommunikation sie her? erzeugt sich natürlich selber. Das ist ja, sie hat sich ja die Kommunikation selber. Also das ist jetzt eine kommunikationstheoretische Frage, aber vielleicht soll man die erstmal beiseite lassen. Aber Okay. viel interessanter ist ja etwas anderes. Zunächst mit Massenmedien beziehungsweise mit dem klassischen Radio hören, ne, oder Fernsehen ist das ja genau dasselbe. Jetzt stellt sich ja im selben Augenblick die Frage, wie kann das denn eigentlich sein, dass es überhaupt geht? Also, dass der eine einen Sendeapparat einschaltet, der natürlich nicht weiß, ob das irgendjemand hören kann oder will, denn woher soll man das wissen, bevor man ihn eingeschaltet hat? Und der andere einen Apparat einschaltet, einen Empfangsapparat einschaltet und jetzt natürlich nicht weiß, was das für Leute sind, was die da machen. Und übrigens, der interessante Fall ist, dass am Anfang sind Enttäuschungen, spielen dabei eine ganz große Rolle. Das hat man sowohl beim Radio, weiß man das ist bei Bertolt Brecht formuliert. Das ist auch sehr zutreffend, dass er sagt, er war enttäuscht, als er das Radio eingeschaltet hatte, weil er sagte, das, was er dann da hörte, also es war die Faszination für das Gerät, er schaltet es ein, auf einmal kriegt er Dinge zu hören und war enttäuscht. Er sagt, die reden da, die machen da Interviews, die machen da Kochrezepte und die reden Musikveranstaltungen. Das kenne ich alles schon. Ne? Dasselbe hatte man auch, als man das erste Fernsehen hatte. Man konnte ja in 30er Jahren in Berlin, hat man dann, weil ja kaum einer ein Fernsehgerät hatte, weil, ich meine, das ist ja nun auch eine. Wie soll man es denn auch hinkriegen? Also was haben sie gemacht? Sie haben Fernsehstuben eingerichtet in Berlin und das waren, wenn man so will, kleine Kinoveranstaltungen. Also sie haben Fernsehen wie Kino veranstaltet, nur mit dem Unterschied, dass die Leute sich vor so einem kleinen Schwarz-Weiß-Bildschirm gesetzt haben, der völlig, völlig verschneit war und haben dann irgendwelche seltsamen Sachen gesehen, haben sich dann fasziniert auf diesem Bildschirm. Man konnte kaum etwas sehen, der Ton war super schlecht. Die Leute haben dann in diesen Fernsehstuben sich diese Fernsehübertragung angeguckt, naja, haben mit den Schultern gezuckt, haben gesagt, naja, faszinierend, und sind wir nach Hause gegangen. Also Täuschung, weil man einfach nicht weiß, das ist ja genau der Punkt, was das eigentlich soll. Und jetzt ist ja die interessante Frage, wie kann das sein, dass sich das Ganze voraussetzungsreich
organisiert. Und die Selbstbeschreibung lautet dann, das geht durch Senden und Empfangen. Aber durch Senden und Empfangen kann es eben nicht gehen, weil auf der Basis von Senden und Empfangen am Anfang erstmal nur Zwecklosigkeit des Geschehens und Enttäuschung im Spiel ist, sondern es geschieht nur auf dem Wege, dass es schon Massenmedien gibt, nämlich in dem Fall Zeitungen oder Zeitschriften, die dann genau darüber berichten. Es gibt ja auch so alte Veteranen, ob das stimmt, weiß ich nicht, die darüber berichten, dass Podcast erstmal einfach nur der Spielerei wegen. Ja, zunächst, also beim Podcast, lassen wir den Podcast hier noch ein paar Seiten. Zunächst nur, warum konnte Radio und Fernsehen, warum konnte es trotzdem funktionieren? Antwort, denn durch Senden und Empfangen kann es nicht funktionieren, weil sehr viel Nichtwissen und weil sehr viel Enttäuschung im Spiel ist am Anfang und sehr viel Zwecklosigkeit im Spiel ist und sehr viel Spielerei im Spiel ist. Und so kann es eigentlich gar nicht gehen, sondern es kann erst dadurch gehen, dass über entwickelte Massenmedien, in dem Fall Zeitungen, vor allem Tageszeitungen, dann darüber berichtet wird. Und jetzt auf einmal kriegt man in Erfahrung, was auch andere lesen, dass es Radio gibt. Und jetzt auf einmal dauert es eine gewisse Zeit, bis genügend, einerseits genügend Empfangsgeräte verteilt sind, einerseits und bis andererseits eben auch genügend Leute kommen, die sagen, mir fällt etwas ein, was man senden kann. Das dauert ja eine gewisse Zeit. Und jetzt mal zu dem Podcasting. Beim Podcasting ist es ja nun andersherum. Da fällt ja diese Unterscheidung in Sendeapparat und Empfangsapparat, die fällt ja weg. Okay. Die fällt ja weg. Wir haben ja den gleichen Apparat, mit dem wir den Empfang einschalten, ist der gleiche Apparat, mit dem wir die Sendung einschalten. So, weil man sich jetzt angewöhnt hat, das Ganze diese ganze massenmediale Kommunikation als ein Verhältnis von Sender und Empfänger zu beschreiben, was ja faktisch gar nicht stimmen kann, denn so könnte sie kaum zustande kommen, meinen wir nun, wir reduzieren das Ganze jetzt auf ein Senden und Empfangen. Und man behält ansonsten die Theorie bei. Tatsächlich wird ja jetzt genau das irritabel, dass nämlich jetzt eben nicht mehr die Ausschaltung funktioniert durch Einschaltung, sondern dass man dieses Ausschaltungsverfahren, das Sender und Empfänger füreinander betreiben, dass man dies selbst ausgeschaltet wird. Und das geschieht, indem wir das Internet einschalten. Und ich weiß nicht, ob du das verstehst. Also, vorher war es so, dass Sender und Empfänger, indem sie ihren Apparat einschalten, schalten sie sich füreinander aus. Ja, das habe ich verstanden. Genau. Und genau dieses Ausschaltungsgeschehen, das wird jetzt durch Internet selbst ausgeschaltet. Okay, aber dann hast du ja das, was ursprünglich gedacht wurde, dass das passiert beim Radio, dass sich die irgendwie füreinander einschalten. Dann hast du ja, wenn die sich nicht füreinander einschalten, sondern ausschalten und du diese Ausschaltung ausschaltest, ist ja die ausgeschaltete Ausschaltung, ist ja eigentlich eine Einschaltung. Ja, genau. Das schalten sich füreinander ein. Und jetzt haben wir genau dasselbe Problem, das es immer gibt. Worüber sollen wir jetzt reden? Also das ist ja genau der Punkt. Was soll das jetzt eigentlich? Und genau das wird jetzt irritabel. Du stellst nämlich fest, genau dasselbe Problem, das es immer gibt. Das war bei Zeitungen so, bei Tageszeitungen so, das war bei Radio so, das war bei Fernsehen so. Also man zuckt mit den Schultern und sagt, was soll das eigentlich? Es bringt nichts. Es ist nichts Besonderes. Ne? Das ist viel Sabbelei dabei. Es ist viel Blödsinn dabei. Einfach nur. Wir sprechen jetzt vom Podcast. Ja, genau. Da ist genau dasselbe. Du findest genau dasselbe Phänomen, dass es übrigens auch bei Tageszeitungen gab, ganz am Anfang, als sie nicht wussten, am Anfang, worüber sie schreiben sollten. Also das war echt ein Problem. Was sollten sie da reinschreiben? Man muss ja erstmal wissen, was in der Stadt geschieht. Aber woher soll man das wissen, wenn es keine Zeitungen gibt? Ne? Und wir haben jetzt mit Podcasts genau dasselbe. Jetzt funktioniert die Einschaltung. Aber jetzt, tja, was soll man denn jetzt eigentlich damit? So, und jetzt passiert erstmal nur sozusagen das triviale Dingens. Ne? Und entfolglich bleiben auch erstmal das Beurteilungsschema dieser empirischen Forscher, das bleibt natürlich erhalten, weil sie sagen, nö, jetzt wird also das Senden und Empfangen zum Bedürfnis deklariert und ihr eigenes Verhalten deklarieren sie immer noch als Erkenntnis, als ein Verhalten von Erkenntnisinteressen. Aber das ist, was du jetzt den Forschern vorwirfst mit Empirie, das ist ja in diese Falle quasi fehlender Selbstreflexion tappen die ja überall. Also jetzt nicht nur beim Podcast. Nein, das ist ja nicht so. Sie haben ja ihre Selbstreflexion, aber die Selbstreflexion findet dann an den Universitäten statt, unter anderen Bedingungen. Denn das ist ja genau der Punkt. Sie sammeln dann ihre Daten ein, sie werten die Daten aus und dann tragen sie ihre Ergebnisse vor. Und wo tun sie das dann? Ja, also in der akademischen Versammlung, sagen wir. Und da vollzieht sich dann die Reflexion. Die Reflexion passiert ja schon. Aber wenn ich jetzt genau hinschaue und genau die Möglichkeit eröffnet sich ja, dass in dem Augenblick, wo die akademische Versammlung stattfindet, könntest du genauso gut, und das wird ja teilweise auch schon gemacht, live ein Mikrofon einschalten, Kamera und Mikrofon einschalten und gleichzeitig, also das, was da zur Sprache kommt, gleich wieder senden.
Das ging ja im Prinzip. Das machen manche ja auch schon. Und spätestens jetzt ist diese Unterscheidung von erkenntnisorientiert und bedürfnisorientiert, die ist überflüssig. Vielleicht ist das ein Grund, warum es sich auch in den akademischen Kreisen an der Uni und so nicht so durchsetzt mit Podcasts. Also die Podcast-Szene zum Beispiel, die arbeitet sehr stark daran, die wenigen, die sich für Wissenschaftspodcasts und so interessieren, arbeitet sehr stark daran, zu überlegen, wie sie das dort reinbringen, also das Reinbringen des Rausbringens sozusagen, also wie sie diesen Zirkel dadurch brechen können. Aber da gibt es sehr viele Vorbehalte. Ja, natürlich. Weil dann müssten die ja sich selbst reflektieren außerhalb ihrer geschlossenen Gesellschaft. Ich meine, diese Vorbehalte sind ja also auch erstmal berechtigt, weil man sich ja ganz praktisch fragen muss, was soll's denn? Also die Frage kann man ja nun, die darf man ja stellen, was soll es denn eigentlich? Hm. Ne, tatsächlich stellt man fest, Zwecke sind so leicht nicht erkennbar. Hm. Das stimmt ja auch. Aber gerade das zeigt doch eigentlich, dass man eben nicht von Bedürfnisorientierung sprechen kann, sondern wenn man schon, was ich glaube, dass nicht so weit führt, wenn man schon von irgendeiner Gründe für Handlung, wenn man schon nach irgendwelchen Gründen für Handlung fragen möchte, dann sind die eher im Bereich des Spielens zu suchen. Also die Faszination durch Spiel und weniger in der Frage, ob da irgendwelche Bedürfnisse sich artikulieren und befriedigt werden. Das halte ich gar nicht für so abwegig, weil ein Grund zum Beispiel, der immer wieder angeführt wird, also als Selbstbeschreibung der Podcaster, dafür, dass es so wenig Frauen in der Podcast-Szene gibt, ist, dass der Spieltrieb zumindest für die technisch nicht so interessierten Frauen nicht so befriedigt wird, weil ein neues Mikro, eine neue Software, ein neues Sendeapparat, das ist doch sehr spieltriebbezogen. Ja. Das halte ich durchaus für, also müsste man untersuchen empirisch, aber da wärst du wahrscheinlich kritisch. Naja, weil es dann hier wieder darum geht, das gleiche Schema wieder zu herauszukramen, zu sagen, Kommunikation beruht auf Gründen für Handlungen. Und dann sucht man wieder in einen linearen Erklärungszusammenhang. Und das Interessante ist doch, dass gerade durch dieses Dispositiv, auf das wir uns jetzt einlassen, dass ja gerade damit genau diese Unterscheidung in Ursachen und in Ursachen und Wirkungen für Kommunikation, dass diese Unterscheidung langsam überhaupt keinen Zweck mehr hat. Wenn wir nämlich jetzt feststellen, dass das Internet kein Gerät, dass die Relevanz dieses Apparats, also dieses Dispositivs nicht darin besteht, die Relevanz besteht eben nicht darin, dass du es einschaltest und es dir dann egal sein kann, ob andere es auch eingeschaltet haben, sondern andersherum, du kannst es einschalten oder ausschalten, aber in allen Fällen hat es für dich eine Relevanz, ob andere es eingeschaltet haben. Das ist ja genau der Punkt. Ne, du kennst das in Schulklassen. Ne, und das hat ja schon angefangen mit diesen Handys und den schnellen Möglichkeiten, Fotos zu machen in den Schulen. Klick, 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 überall machen sie sich Fotos. Du kannst nichts dagegen machen, dass du fotografiert wirst. Und dann auf einmal posten sie diese Fotos ganz schnell. Und dann hat das für dich eben sehr wohl eine Relevanz, dass die anderen ihr Gerät eingeschaltet haben. Dass Empfänger und Sender quasi gleich geworden sind jetzt übers Internet. Habe ich das richtig verstanden? Es sind nicht gleich geworden, sondern wir haben sozusagen diese Aufteilung in verschiedene Sender, in Sende- und Empfangsapparat nicht mehr. Okay, aber da müsste man ja überlegen, was ist jetzt ein Apparat, weil ich glaube, so ein Nerd, der würde sagen, okay, der Player, der nur abspielt, wäre jetzt ein Apparat innerhalb der virtuellen, du hast ja dann immer so den Player, wo du draufklickst und dann wird es abgespielt, aber der Sender wäre ja dann irgendwie, wenn man es jetzt als Apparat bezeichnen würde, könnte er sagen, das wäre, ist der Hoster, wo er die MP3 für den Podcast zum Beispiel drauflegt. Dann hättest du ja rein technisch einen Ort, einen Raum, wo etwas zur Verfügung gestellt wird und einen Ort, wo es abgerufen wird. Wenn natürlich Apparat als Internet, als solches, als das Ganze, genau, den ganzen Haufen, der mit dem Internet zusammenhängt, nimmst, dann ist es wieder was anderes. Dann habe ich diese Unterscheidung von Sende- und Empfangsapparat, ist Quatsch. Das ist genau der entscheidende Punkt. Denn die Unterscheidung können wir knicken.
damit können wir nichts mehr anfangen. Das ist sozusagen nur, also diese Unterscheidung ist eigentlich also nur entstanden als das, was dann empirisch wird, wenn man sich nicht über die Voraussetzungen irritieren muss, die angeliefert sein müssen, damit so etwas wie Sendung und Empfang eigentlich passieren kann. Nämlich die Voraussetzungen dafür sind Gesellschaft selbst, sondern stattdessen wird dann hingegangen, nachdem dann diese Massenmedien erfolgreich waren, wird dann einfach nur angenommen, es geht durch Sende und Empfang, durch Sendehandlungen und durch Empfangshandlungen. Mhm. Aber die dritte Möglichkeit, dass nämlich das nur geschehen kann, wenn eigentlich die Gesellschaft vorher eigentlich diese erst zusammenführt, das wird dann auf einmal, darauf wird dann einfach nicht gefragt. Ne? Und wenn wir jetzt aber in die Situation kommen, dass wir jetzt merken, diese dritte Position ist eigentlich die für uns immer schon sozusagen als relevant in Erscheinung tritt, dann können wir feststellen, dass jetzt diese Unterscheidung in Sendeapparat und Empfangsapparat und dann auch die Unterscheidung in Sendehandlung und Empfangshandlung, dass das nichts mehr ist, womit wir was anfangen können. Und damit bekommen wir jetzt ein anderes Schema darüber, was für uns empirisch dann relevant werden kann und was für uns empirisch in Erscheinung treten kann. Und das kann sich ändern. Was wäre das denn jetzt? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte was über meine Podcast-Hörer oder als Radiostation, über meine Radio, also bleiben wir beim Podcast wahrscheinlich, weil dort ist ja der Apparat, also die Trennung von Sender, Empfänger, Apparat dann auszuschließen. Okay, so bin ich da. Nee, ich hatte hier was. Jetzt muss ich das nochmal wiederholen. Ja, ich habe das schon verstanden. Was könnte ja, dann, aber die Hörer nicht. Was denn? Die Hörer werden es nicht gehört haben. Ich habe jetzt hier, ich musste, weil mein gebrochener Zeh, da muss ich so komisch sitzen, hier zumindest beim Sitzen. Also nochmal, wie gehen wir denn dann ran, wenn wir etwas wissen wollen über als Sender, wo kann man dann überhaupt noch von Sendern und Empfängern sprechen, wenn Sende- und Empfängerapparat nicht mehr differenzierbar sind, weil Sender und Empfänger, wenn wir das definieren wollen, haben die sich in der Kommunikationstheorie irgendwie definiert über die Maschinerie, die sie bedient haben, oder dann können wir die ja auch nicht mehr trennen. Genau, brauchen das. Also, weil das ist sozusagen nicht mehr interessant. Also, weil, aber wer will denn dann was über wen wissen, wenn die gar nicht mehr getrennt werden? Ja, das ist ja genau der Punkt. Also das ist ja ganz genau der Punkt. Das ist ja auch der Grund, weshalb diese ganzen Podcasts, mehr oder weniger, Quatsch sind. Das ist ja irgendwie irgendein Quatsch geschehen. Das kommt nämlich daher, weil sozusagen, wenn ich das mal so sagen darf, in diesen geordneten Ameisenhaufen irgendwie so ein Stein reinfällt und jetzt rennen alle Ameisen durcheinander und jetzt weiß man nicht mehr, was es soll. Wir sind jetzt in so einer Art Situation, in der wir erstmal fragen müssen, welche Ordnungsmöglichkeiten haben wir denn eigentlich? Und da dies natürlich keiner steuern kann und dies nicht durch Planung funktioniert, ja, wird jetzt erstmal ganz viel Quatsch produziert, solange bis sich irgendwelche Ordnungsmuster herausbilden. Und dann, die dann auch die Frage beantworten können, wozu soll das denn gut sein? Gegenwärtig ist es zunächst gut, das kann man durchaus sagen. Ne? Aber es gab kürzlich eine Wissenschaftspodcaster-Konferenz, ich bin da ja ein bisschen kritisch, was die Möglichkeit der Verbreitung angeht, aber die sehr optimistisch, soweit ich das gesehen habe, postulieren, dass Podcasts in die Lehre rein müssen, weil dann haben die als Wissenschaftspodcast einen richtigen Sinn, wenn sie dort ankommen. Ja, das ist. Das wäre ja dann schon. Eigentlich ist schon das Wort Podcast Quatsch. Eigentlich müsste man es schon, also das habe ich ja dann in dem Artikel versucht, ganz am Anfang zu setzen, dass dieser Anglizismus. Ja, damit steigst du ja ein. Ne, schon das ist ja eigentlich Quatsch, weil wir eigentlich meinen, es gäbe da jetzt etwas, es gäbe in der objektiven sozialen Realität etwas Neues. Da sei etwas Neues objektiv geworden, über das wir jetzt irgendwie etwas subjektiv Bestimmtes wissen können. Und das ist Quatsch. Da ist eigentlich im Grunde genommen ist dieses Podcasting Quatsch. Aber dass wir das trotzdem so machen, das ist eben die notwendige Stammelei, die am Anfang geschehen muss, weil man eben nicht weiß, womit man es zu tun hat und womit man es zu tun bekommt. Also dank Anglizismen sind wir nicht mehr gedrangsaliert von der Notwendigkeit, irgendwas als das Neue, also das Neue von irgendwas zu erklären. Genau. Nimm dann Anglizismus, sagen nicht mehr Radio, sagen Podcast. Und damit ist klar, das ist irgendwas Neues. Genau, irgendwas. Und dann kann man wieder nach altem Schema, also sozusagen praktisch darüber reden. Ne? Dann stellt man die Frage, was heißt Podcasting und was sind die Definitionsmerkmale, was sind die Wesensmerkmale. Ne? Und dann kann man nach ganz altem Schema über etwas reden, das eigentlich etwas ganz Neues ist.
Und nur auf dem Wege kann dann das Neue in Erfahrung gebracht werden, weil wir ja nicht einfach irgendwelche Ordnungskriterien einfach durchsetzen können. Wir haben ja nicht, die müssen ja selbst entwickelt werden. Also das muss man ja nun sehen. Also, ne, und deshalb bin ich auf diese Idee gekommen, diese Professionalitätsmagie. Ja, diese Professionalitätsmagie, die führt sozusagen dem Publikum etwas vor. Das führt das Publikum dann als Rätsel erscheint, als Geheimnis erscheint, als also die vom Radio. Genau. Ne? Die Professionalitätsmagie, die wird ja vom Radio. Das machen ja die Podcasts. Genau. Ne? Das sind schöne Leute, die sind alle klug, die haben gute Manieren oder so. Ne? Also die können gut reden und was weiß ich, was das alles ganz besonders tolle Leute sind. Dabei was heißt nur zusammengeschnitten ist, weil alle Ams und so rausgeschnitten werden. Da ist diese ganze Professionalitätsmagie, von der lässt man sich bei, die organisiert werden muss, damit man sozusagen über das, was man nicht weiß, nämlich über den unerreichbare Masse, damit man die beeindrucken kann. Das heißt, man muss wie so eine Art Aufrüstungsgeschehen ist das. Schicker, schöner, toller, netter, ne? Du kannst das an diesem, im Radio kannst du es hören, dieser Dudelfunk beispielsweise. Das ist ja furchtbar eigentlich, aber da ist genau das, passiert genau das, dass sozusagen immer mehr Aufwand geleistet werden muss, um die Aufmerksamkeit die Aufmerksamkeit bei dem Hörer zu noch immer wieder herzustellen, weil der ganz schnell umschaltet oder weil er ganz schnell einschläft. Ja, und aber es liegt dem ja eine Grundannahme zugrunde seitens der Radiostation, nämlich, dass die Hörer fasziniert werden, wenn dort eine Differenz auftritt, weil sonst müsste man ja nicht alles schöner, besser, klüger machen, als das, was die Hörer im Alltag auch schon erleben. Ja. So, und das ist ja eine Grundannahme. Insofern gehen die ja schon in dieses Radiosystem, was weiß ich, wie man es bezeichnen will, in diese Welt schon rein mit einer These. So. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, worauf wollte ich hinaus? Was war das Letzte, was du gesagt hast? Also das Letzte, was ich gesagt habe, war eben diese Professionalitätsmagie. Denn die da jetzt auf einmal dabei geht es ja darum, immer wieder eine unerreichbare Masse an Hörer oder Zuschauer immer wieder neu zu beeindrucken. Und zwar nicht nur jeden Tag, beinahe schon in jeder Minute, beinahe schon in jeder Sekunde. Ja. Und was man nun feststellen kann, ist ja, bei diesem Podcasting, das kannst du schön sehen an dem, was der Stefan Seidel vorschlägt, kümmere dich einfach nicht um dein Publikum. Was soll das eigentlich auch? Die haben doch selber ein Mikrofon. Die haben doch selber. Ja, ist doch so. Also daran merkst du auch einfach, dass der Stefan Seidel dir vorschlägt, ach, Publikum, kannst du knicken, weil ist ja eigentlich auch egal. Speicherplatz haben wir keine Probleme mit und Zeitprobleme haben wir auch nicht, weil du kannst es irgendwann hören. Und diejenigen, die es interessiert, die werden es auch hören. Und naja, und diejenigen, die es nicht interessiert, die lassen es einfach. Kümmere dich nicht um dein Publikum, sprich mit deinen Gästen oder sonst was. Und damit würde ich sagen, guck, da geht doch hin, dass der wirklich sagt, kümmere dich auch nicht um den Soundqualität. Kümmere dich da einfach nicht drum, schalt ein und rede. Oder hör zu. Jetzt ist es aber so, oder erzähl weiter. Ne? Ja, also was ich meine, da würde ich sagen, guck, da fängt ansatzweise an, etwas interessant zu werden, was man was in dieser Professionalitätsmagie eben überhaupt nicht vorkommt. Also schön ist das Beispiel Thilo Jung. Lass uns mal kurz über Thilo Jung reden. Da kann man das ganz deutlich sehen. Thilo, da ist es zwar nicht Radio, sondern da ist es Fernsehen, aber das spielt. Jung und naiv, die Sendung. Thilo Jung, du weißt, wen ich meine, ne? Von Jung und naiv, ich sag's nur für. Er macht halt Fernsehen bei YouTube, aber es ist ja egal. Das Prinzip ist, was hat er? Er hat ein Mikrofon, er hat eine Kamera und ansonsten ist er einigermaßen hell im Kopf, einigermaßen. Und er geht einfach hin und sagt, naja, ich halte den Leuten einfach mal so eine Kamera, ein Mikrofon ins Gesicht und spreche ich mit denen einfach mal. Und spielt Jung und Naiv. So, er hat keinen Chefredakteur, er hat keine Redaktion, er hat keine Sendeanstalt, er hat kein großes Archiv, er hat keine Leute, die über ihm sind, er hat keine Leute, die unter ihm sind. Er nennt sich freischaffender Chefredakteur. Er sagt, also er packt sich sozusagen sein Equipment, das nicht sehr viel kostet, und fängt einfach an. Also ich muss nicht erstmal vorstellig werden, ich muss nicht erstmal irgendwas anderes tun, um mit Sendungen anzufangen, mit Fernsehmachen anzufangen. Er muss nicht erstmal eine Journalistenschule besuchen, du musst nicht erstmal dich irgendwo lieb Kind machen, du musst nicht erstmal irgendwo eine Bewerbung schreiben, das musst du alles nicht. Du musst dich nicht erstmal frisieren und schick machen und du musst dich auch nicht erstmal parfümieren und mit Schminke maskieren und so, sondern das musst du alles nicht, sondern einfach einschalten, machen. Und das Interessante ist, er hat Erfolg damit, das ist ja genau der Punkt. Also der Erfolg besteht ja darin, dass er eben nichts verkauft, sondern er sammelt Spenden ein. Ja, also er hat sozusagen, deshalb braucht er sich auch nicht um Lesegewohnheiten oder um Hörgewohnheiten oder um Sehgewohnheiten zu kümmern. Er muss auch nichts wissen über Verkaufserfolge und über Einschaltquoten.
ich denke schon, dass er darauf guckt, aber das ist nicht sein größtes Problem, sondern er geht einfach machtlos. Er geht einfach hin und machtlos. Fängt an. So, ohne einen Sendeapparat, ohne einen Machtapparat, und das finde ich ganz interessant. Und da aber Moment. Ohne einen Sendeapparat, alles klar, aber ohne Machtapparat, dann würde ich nochmal. Er hat ja zumindest die Reputation, weil er zu den, gehört er nicht zu den Krautreportern? Das ist ja. Nein, so kannst du es ja nicht nehmen. Also nochmal, womit der Machtapparat, der liefert dir ein hohes Maß an Sicherheit. Du hast da irgendwo eine Arbeitsstelle, das heißt in der Regel, du hast einen Arbeitsvertrag. Mhm. Dadurch hast du Rechte, dadurch hast du Pflichten, aber du bekommst Geld. Also und dann bist du, aber du lässt dich auf Erwartungen ein, durch die du dieser Machtapparat schützt dich ja vor sehr viel. Du bekommst Persönlichkeitsrechte, du bekommst Arbeitnehmerrechte, du bekommst Recht auf irgendwas tarifliche Bezahlung, du bekommst da 1000 Rechte ausgehändigt. Du hast dann natürlich auch genauso viele Pflichten, aber dieser Machtapparat hilft dir ja dabei, sozusagen dich in Gesellschaft bewegen zu können und dann auch eine relativ hohe Sicherheit das hast du ja, wenn du irgendwo eine Arbeitsstelle hast. Und das hat der Thilo alles nicht. Er hat überhaupt gar keinen Arbeitsvertrag. Er hat mit keinem einen Arbeitsvertrag. Er hat überhaupt keine Verkaufsverträge. Also er verkauft ja nichts. Keine Verkaufsverträge. Ja, trotzdem würde ich da nochmal nachhaken wollen. Vielleicht hast du ja recht, ich weiß es gar nicht, aber mir kommt jetzt so der Gedanke, dass der Thilo Jung ja einen Presseausweis hat und dass bei dem Podcast zum Beispiel auf den Foren der Podcaster immer gesagt wurde, wie kommen wir an einen Presseausweis, denn bestimmte Leute können wir gar nicht erreichen, weil Presseausweise nur an Leute ausgehändigt werden, die professionalisierte Journalisten sind. Das heißt, die haben dort die Anbindung an die Journalismusprofession, die ja wieder ihrerseits institutionell gestützt ist. Genau, also was du meinst, ist also sozusagen genau diese Dreigliederung, die ja bei Pierre Bourdieu aufkommt mit der Kapitaltheorie, diese, ne? Symbolisches Kapital, das ist ökonomische Kapital, ne? Und hier in dem Fall, was du meinst, ist das Beziehungskapital. Und das Interessante ist ja, dass das Bildungskapital, du kennst ja diese Kapitaltheorie bei Bourdieu. Sozialkapital. Genau, und das Sozialkapital nennt ja Bourdieu das Beziehungskapital, also das Netzwerk an Leuten, in denen du dich befindest. Und die dir sozusagen, wo du weißt, an denen du dich wenden kannst. Ne? Und das ist ja das Interessante, wo dich Thilo erfolgreich geworden ist, nämlich allein durch ein Beziehungskapital, denn das kriegst du ja alles, denn das kannst du nur geschenkt kriegen. Ne? Das kannst du ja nicht kaufen. Du kannst ja die Parteilichkeit, die Freundlichkeit, die Hilfsbereitschaft der anderen, die kannst du nicht kaufen. Und die kannst du nur geschenkt kriegen. Und das ist bei Thilo passiert. Wie das im Einzelnen passiert ist, weiß ich jetzt nicht. So genau kenne ich ihn nicht, aber es ist ihm passiert. Er hat Kontakte zu verschiedenen Leuten gehabt, die gesagt haben, ich helfe dir. Also ich besorge dir dies, ich besorge dir jenes. Er hat einfach nur ein Beziehungskapital eigentlich nur geschenkt gekriegt. Und anders geht es übrigens auch nicht. Also dein ganzes Leben musst du, damit du es erfolgreich leben kannst, du musst die Voraussetzung dafür geschenkt kriegen. Sonst klappt es überhaupt nicht. Und genau das passiert da. Also es passiert, dass der Thilo nun mit er muss keine Kreditverträge aufnehmen, er muss nicht erst investieren, er muss nicht erst eine Marktanalyse vornehmen, er muss nicht erst irgendwelche Einstellungsgespräche führen, er muss eigentlich nichts machen. Und auch die Technik, die ja zum Einsatz kommt, ist so teuer nicht. Das ist ja, kommt ja auch hinzu. Das heißt also... Nee, das sehe ich ja ein, das meine ich ja gar nicht. Das heißt, das meine ich, er kommt ohne einen Machtapparat, also ohne ein Unternehmen, ohne einen Verlag, ohne eine Redaktion, ohne irgendeinen Kapitalbesitzer, dem er verpflichtet ist, kommt er nun in die Situation, eine hohe Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, eine sehr hohe, also das kann man ja nun sagen, regelmäßig irgendwelche, wie sagt man dann, Skandalisierungen, sei es, dass sie ihn selber treffen, das passiert ja auch, oder sei es, dass er das über andere, dass es ihm gelingt, anderes zu skandalisieren, und bei ihm taucht ja auch auf, dass er selbst dann zum Gegenstand von Skandalen wird. So. Ja, bei den Skandalen ist aber, also wenn wir nochmal zu dem Podcast gehen, trotzdem ist ja bei Thilo Jung, man kann ihn ja nicht gleichsetzen mit den Podcastern. Der normale Podcaster hat halt kein, wenn er skandalisiert, Podcasts sind ganz stark auf Freiwilligkeit ausgelegt. Das heißt, du kannst als Journalist, gehst hin, brätst jemanden zusammen, sendest das. Beim Podcast kann der jederzeit kommen und sagen, ich möchte, dass das jetzt nicht gesendet wird. Ich weiß gar nicht, wie das im Journalismus abgesichert wird, dass man dort auch mal jemanden skandalisieren kann. Er macht das ja oft in der Öffentlichkeit schon, so dass Zeugen dabei sind, und dann wäre es umso peinlicher, wenn die Leute dann sagen, die da skandalisiert wurden,
wir verbieten, dass das jetzt gesendet wird oder so. Ne? Aber ich sehe immer noch einen Unterschied zwischen dem, was er macht. Ihn würde ich da viel mehr in die professionelle Journalismustätigkeit setzen, als so ein Podcast. Das mag ja sein. Auf den keiner hört, wenn der irgendwo hinkommt und irgendein hohes Tier interviewen will, fragen die, wie viele Hörerzahlen haben sie? Wie groß ist dort meine Reichweite? Und dann ist das für einen Podcaster, also der kann der nicht mitteilen. Ja, das ist ja auch erstmal nicht, darauf kommt es erstmal nicht an. Entscheidend ist ja was anderes. Entscheidend ist ja, es mag ja auch Podcaster geben, bei denen das sehr wohl der Fall ist. Ich kenne jetzt keinen, aber sowas soll es ja auch schon geben. Aber das ist jetzt nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, wie kann das eigentlich sein, dass es geschieht? Und dem Thilo, der bekommt die Möglichkeit größtenteils nur geschenkt. Also das ist nicht etwa so, dass man da viel für tun kann. Der hat nur, der bringt nur die Intelligenz mit. So kann man das sagen. Der bringt die Intelligenz mit, daraus klug zu werden oder sich damit zu befassen. Aber tatsächlich hat er, an einem massenmedialen Dispositiv zu beteiligen, keinen Kapitalaufwand oder einen minimalen Kapitalaufwand. Okay, und damit also auch diese ganzen Rücksichtnahmen. Hat er die ganzen Rücksichtnahmen nicht zu leisten. Guck mal, wie er sich benimmt. Er benimmt sich rücksichtslos gegenüber seinen Hörern. Das heißt also, verbreitet er ungeschnitten die Bundespressekonferenz. Interviews, anderthalb Stunden führt er Interviews, die will keiner, ne? Er nimmt keine Rücksicht auf seine Hörer. Dann nimmt er keine Rücksicht auf seine Interviewpartner, mit denen er spricht. Der duzt die einfach, der ist frech zu denen, der spielt so ein bisschen, ne? Also er zeigt sich auf eine gewisse Weise rücksichtslos. Und das ist ja nicht, und das Interessante ist ja, dass diese Rücksichtslosigkeiten jetzt auf einmal etwas ganz anderes beobachtbar machen. Dass man sich ja wirklich fragt, sowas haben wir doch noch nie gesehen. Also ich erinnere mich, dass, wo ich das am dollsten gesehen habe, das war in dem Wahlkampf 2013. Wann war der Bundestagswahlkampf? War das 2013? Da hat er diesen Peer Steinbrück, den Bundeskanzlerkandidaten, interviewt. Ja. Das war großartig. Also der hat ihn einfach geduzt. Er war frech. Er hat sich dumm gestellt. Er hat ihm über den Mund geredet. Er ist ihm nah auf die Pelle gerückt. Also auch vom Sitzen her. Ne? Er hat sich beinahe bei dem auf den Schoß gesetzt. Er hat ihn unterbrochen. Er hat ihn nicht ernst genommen. Also er hat sozusagen all das getan, was jeder normale, bekannte, professionelle Journalist niemals tun würde. Also eine völlige Rücksichtslosigkeit. Und er zeigt diese Rücksichtslosigkeit ja nun auch gegenüber diesen anderen Journalisten, gerade bei der Pressekonferenz. Er verhält sich völlig rücksichtslos, weil er nämlich genau diese ganzen Rücksichtnahmen, die durch den Machtapparat auf dich zukommen, die kann er einfach weglassen. Die kann er einfach weglassen, rücksichtslos gegen die Zuschauer, rücksichtslos gegen die Kollegen, rücksichtslos gegen die Interviewpartner, mit denen er zu tun hat. Und dadurch entsteht etwas ganz anderes, das die ganze Sache wirklich interessant macht. Und übrigens, das kann man durchaus sehen, keiner weiß, wie man darauf bis heute reagieren soll. Und das ist genau sozusagen das Fund, das er hat. Dass er sagt, ich mache einfach immer so weiter. Aber könnte man dann nicht einfach böse behaupten, dass er in der Medienbranche eine Nische gefunden hat, in der er Erfolg hat. Denn die Rücksicht, das ist ja nicht der Erste, der durch Rücksichtslosigkeit erfolgreich ist. Also Stefan Raab früher war politischen Niveau, war auch rücksichtslos. Der Unterschied ist ja, die Rücksichtslosigkeit, um die es hier geht, hat ja einen anderen Charakter. Hier geht es ja eben nicht. Denn das muss man nun auch hinzufügen, der Thilo ist ja immer der Gefahr ausgesetzt, selbst, dass sich die anderen selbst ihm gegenüber rücksichtslos verhalten, was ja auch geschieht. Das sind ja die, ich weiß nicht, wie viele Shitstorms er schon auf sich gezogen hat, aber ich glaube schon 2 oder 3. Und genau, also damit, ne, das ist ja genau der Punkt, denn bei diesen Shitstorms siehst du ja dieselbe Rücksichtslosigkeit. Und genau diese Rücksichtslosigkeit, die ist ja nicht einfach nur eine obszöne Frechheit, weil ja, das ist ja der entscheidende Punkt, bei diesen anderen, wenn du jetzt meinst, Stefan Raab oder so etwas, die sind ja immer der Situation ausgesetzt, dass sie einen Ausgeschalteten, dass für sie der Empfänger ausgeschaltet ist, in dem Augenblick, wo er sein Fernsehapparat einschaltet. Bei Thilo ist das ja anders. Er hat ja immer, er hat ja nicht ein Publikum, das ausgeschaltet ist für ihn, wenn er seinen Sendeapparat einschaltet, sondern es ist immer schon eingeschaltet. Also er ist ja nur ein Publizist unter anderen Publizisten, was ja für den Stefan Raab beispielsweise nicht gilt. Er sieht sich ja, als er wäre ein Publizist und er schreibt oder sendet für ein Publikum, das selber nicht publiziert.
aber das ist bei Thilo und in dieser ganzen, bei diesem ganzen Internetgeschehen anders. Und das gilt im Prinzip auch für Podcasts. Für Podcasts. Wir publizieren für andere Publizisten. Diese Unterscheidung von Autor und Publikum fällt weg. Die ist überflüssig geworden. Trotzdem sehe ich halt eine, und darauf hat noch keiner und keiner weiß noch so richtig nicht so genau, wie man darauf reagieren kann. Und deshalb finde ich das so fantastisch. Was meinst du jetzt genau mit reagieren? Also Naja, du siehst doch diese Bundespressekonferenz, das ist doch regelmäßig, also sie sitzen nur noch da und schütteln regelmäßig über diesen Thilo den Kopf, wie er es anstellt, wie er dumme Fragen stellt, wie er ihn auf den Wecker fällt, und er macht einfach immer weiter, weil er sagt, wieso denn nicht? Also wieso, ich kann hierher kommen und Fragen stellen, und dann tue ich das. Also ihr müsst Antworten geben, und er stellt jedes Mal manchmal auch wirklich ziemlich dämliche Fragen, aber er sagt, was wollt ihr denn? Und sie geben einfach wie immer keine Antwort, und dieses Spiel ist wunderbar absurd. Ja. Also ich gestehe das ja zu, dass dort was entlarvt wird, dass du durch, im Prinzip sind es ja Krisenexperimente, wenn man so will, sogar finkelsche Krisenexperimente, wo man sagt, man durchbricht das Gewohnte, um dort Strukturen offen zu legen, die man so nicht sieht. So, insofern hat das ja auch einen politologischen, weil er ist ja viel, so fast ausschließlich, oder, in der Politik unterwegs, so hat das schon einen wissenschaftlichen Mehrwert. Also könnte man fast sagen, dass er Wissenschaft betreibt. Ich versuche bloß jetzt so zu schauen, was ist da der Unterschied und was ist das Gleiche jetzt bei Podcastern. Weil also der Thilo Jung wird es höchstwahrscheinlich nicht machen, wenn es kein Geld bringt. Nein, dann wäre das wahrscheinlich stimmt aus. Stimmt ja nicht. Stimmt ja nicht. Er hat doch einfach angefangen. Er hat doch einfach angefangen und hat. Aber hat er nicht beim so ein Crowdsourcing gemacht, um erstmal anfangen zu können? Ja, das weiß ich nicht so im Einzelnen, aber es geht ja da nicht um große Summen. Also du musst ja nicht vorstellen, dass er da erstmal 1 Million investiert hat oder so. Darum geht es. Er hat im Grunde genommen klein angefangen. Und er kann nicht einfach sagen, er hat nicht wie ein Verkäufer angefangen, sondern ich muss erstmal schon etwas über meine potenziellen Kunden wissen, sondern er hat einfach angefangen. Und das hat sich dann daraus entwickelt. Deshalb sage ich ja, das meiste war eben sozusagen, das größte Kapital, das er am Anfang hatte, war Beziehungskapital. Und das kannst du nur geschenkt kriegen. Das hatte ich ja gesagt. Was ist, also nochmal, der entscheidende Punkt ist, dass der Journalist eben nicht mehr für ein Publikum etwas herstellt, von dem er weiß, dass es für ihn ausgeschaltet ist, sobald es seinen Apparat einschaltet, sondern jeder, der publiziert, publiziert für andere Publizisten. Und das nenne ich, das Publikum selbst publiziert sich. Oder beziehungsweise wird durch das Medium publiziert. Das Medium, mit dem wir es zu tun bekommen, publiziert jetzt das Publikum. Und welche Ordnung daraus entstehen kann, das ist gegenwärtig nicht ersichtlich. Das ist ja in Zukunft offen. Aber ich meine, beobachten zu können, dass so etwas wie der Thilo Jung nur deshalb Erfolg hat, nicht etwa, weil das so besonders klug ist, das ist teilweise auch dumm, das ist das, nicht weil das so raffiniert ist, sondern weil das einfach überraschend kommt. Damit hat keiner gerechnet. Okay, dann könnte man daraus dann aber ein Bedürfnis, weil wir hatten ja auch die Frage gestellt, wie das aussieht mit den Bedürfnissen, dass das sehr schwer empirisch zu erheben ist oder dass man da vielleicht so gar nicht drangehen darf, um da bei den Hörern, sag ich mal, und Hörerinnen nach Bedürfnissen zu gucken. Aber kann man jetzt rückwirkend daraus ein Bedürfnis, zum Beispiel nach Überraschung oder nach Innovation oder nach was Neuem bei der Hörerschaft schließen? Weil wenn einer jung und naiv und erfolglos wäre, dann würden wir wahrscheinlich jetzt gar nicht hier sitzen und das diskutieren. Aber was wir, na, ich weiß nicht, also Bedürfnis, das sind diese Versuche, also von Kommunikationstheoretikern, die versuchen, eben Kommunikation als linearen Zusammenhang zu beschreiben. Als linear, also das heißt, es gäbe irgendeinen Realitätskontinuum zwischen Interessen, Motiven, Gründen, Handlungen und Wirkungen dieser Handlung, nämlich als Kommunikation, die dann wieder umgewandelt werden in Information, in und so weiter. Also die Suche nach einem linearen Erklärungszusammenhang von Motiven, Gründen, über Handlungen, über die Wirkung als Kommunikation und so weiter. Also und ich glaube nicht, dass wir was kann man mit einem solchen linearen Erklärungsmodell erkennen oder was kann damit kommunikabel werden? Kommunikabel und auch was kann damit empirisch werden? Damit kann empirisch werden, dass man sich trauen darf, sich für sein eigenes Handeln verantwortlich machen zu lassen. Und zwar deshalb, weil man ja
wenn irgendjemand mich auf mein Handeln anspricht und ich die Bereitschaft habe, mich für mein Handeln verantwortlich zu zeigen, ich unter diesen Bedingungen, gerade diesen linearen Zusammenhang benutzen kann, dann zu sagen, du irrst dich oder du bist ja schuld oder der Grund liegt bei dir und nicht bei mir. Wir können dann über Rechtfertigung, also dieser lineare Zusammenhang ermöglicht das Training, das eigene Verhalten gegenüber anderen zu rechtfertigen. Weil man immer ausweichen kann auf anderes und auf andere Gründe, auf andere Motive, oder man kann es ganz leicht anderem dann Widersprüche zu unterstellen, mangelnde Logik zu unterstellen oder sonst noch irgendetwas zu unterstellen. Und nach dem Scheitern all dieser Dinge, die da angeführt werden, fängt man einfach wieder von vorne an. Also dieses lineare Schema ermöglicht wunderbar ein Training, um Handlung zu rechtfertigen. Und damit auch den Mut zu haben, sich darauf einzulassen. Denn wann bist du bereit, dich für deine Handlungen verantwortlich zu zeigen? Nur unter der Voraussetzung, dass dir die Folgen, dass dir die entscheidenden Folgen deines Handelns eben schon bekannt sind. Und das geht nur, wenn du weißt, du hast Rederecht, du hast Versammlungsrecht, du hast Recht zu publizieren, du hast Persönlichkeitsrechte und so weiter und so weiter. Denn hättest du diese Rechte nicht, dann würdest du sagen, ich lasse mich doch nicht einfach auf meine Handlungen ansprechen und muss mich jetzt auf einmal für etwas verantworten, das ich weder gesagt noch getan habe. Kannst du aber die Folgen voraussehen, dann bist du dahinter einfach nur anderer Meinung und das war's. Und das kann man ja voraussehen. Ne, das heißt, dieser lineare Erklärungszusammenhang, der ist wunderbar dazu geeignet, sozusagen ein Training zu einzuüben, eine Disziplin einzuüben, in der wir dann unser Handeln rechtfertigen können. Aber da, wo Bedingungen, aber das geschieht eben nur unter diesen Bedingungen, wo die dritte Position sozusagen als irrelevant ausgeschaltet werden kann. Wenn wir jetzt aber feststellen, dass die dritte Position, also das nennen wir die Gesellschaft oder das soziale System, wenn wir jetzt aber erkennen, dass dieses soziale System tatsächlich für uns von entscheidender Bedeutung wird, dann fällt das mit der Rechtfertigung von Handlungen nicht mehr so einfach. Und dann können wir mit so einem linearen Erklärungsmodell einfach nichts mehr anfangen. Naja, ich glaube, ja, aber ich glaube, die werden nicht so schnell aussterben, die linearen Erklärungsmodelle. Ja, absolut, natürlich, die Hartnäckigkeit ist schon klar, aber das ist schon klar. Ich meine, es gibt ja heute immer noch welche, ne? Also, aber das ist schon klar, aber das ist ja nicht mehr interessant und das ist auch nicht mehr schwierig, sondern das ist dann ganz einfach geworden. Du rechtfertigst dich, indem du einfach deine Meinung äußerst und lässt es zu, dass andere ihre Meinung ebenfalls äußern und dann gehen alle wieder nach Hause. Das wird dann einfach trivial. Schwieriger ist jetzt was anderes in Erfahrung zu bringen, nämlich das, was wird dann empirisch, wenn wir jetzt auf einmal erkennen, wir werden von der sozialen, der Beobachter ist immer ein Beobachter und er wird nicht einfach nur von anderen Menschen beobachtet, sondern er wird zuerst von einem sozialen System beobachtet und sieht sich jetzt dem sozialen System ausgesetzt. Also ich muss zu den Podcastern nochmal zurückkommen. Ja. Irgendwie. Ich muss kurz meine Gedanken ordnen, wenn du nichts dagegen hast. Ja. Ich bin natürlich ein bisschen gefangen, weil ich immer überlege, als aus so einer empirischen Sicht, wie ich dann darauf reagiere, wenn ich jetzt sage, okay, Klaus, du hast mich soweit überzeugt. Was bedeutet das jetzt für mich und meine empirische Arbeit? Ja, wie kriege ich denn die Beobachtung? Also ist ja sehr einfach zu sagen, wir haben dort die Hörer und wir wollen herausfinden, was die Hörer wissen wollen. Das habe ich mich letztens über Twitter mit jemandem unterhalten. Und ja, er will jetzt versuchen über Umfragen und ist ein bisschen traurig, dass von seinen 300 Hörern nur 20 geantwortet haben. Und wie kann man das jetzt extrapolieren, dass man da nicht so Verzerrung drin hat und so. Ja. Und damit arbeitet man ja schon seit vielen, vielen Jahren und sagt, das ist ein Konzept, habe ich einen Auftraggeber, der sagt mir, krieg was heraus über die und die Akteure, dann macht man das und dann verkauft man denen das so. Jetzt kommt die Gesellschaft oder was heißt jetzt, die war wahrscheinlich schon immer da, kommt die mit rein. Und ich überlege gerade, wie das, was du mir gesagt hast, wie ich das dann empirisch fassen soll, aber ich glaube, das kann dir sagen, ich kann dir dann einen Vorschlag machen, was du machen könntest. Ja. Du wirst nicht drauf kommen, das ist auch ein bisschen tricky, du könntest einfach einen Podcast machen.
Wäre eine Idee, ne? Ja, wäre mal eine Idee. Also, ne, also ich gebe zu, das ist jetzt ein bisschen schwierig, der Gedanke hast du, weil du musst, ne? Aber da muss doch erst das Internet erfunden werden, wie du immer sagst. Genau. Aber guck mal, mit dem Genau. Podcast. Wir haben ja in der Podcast-Szene eine Forscherin, die Nele Heise. Die erforscht die Podcast-Szene. Es sind nicht viele, die das machen. In der deutschen Podcast-Szene ist nur sie mir bekannt, als explizite Wissenschaftlerin, die das so erforscht. Ob sie da Motive erforscht, ich glaube nur am Rand. Es geht da mehr ich glaube, um so Reproduktion von Normmustern und so, ne? So, aber jetzt nimm mal an, sie macht jetzt, würde einen eigenen Podcast machen. Sie macht keinen, sie ist da immer mal zu Gast, aber jetzt nimm mal an, sie würde einen machen, wo sie mit Podcastern über Podcast spricht. So, weil man sagt, naja, da ist der Wissenschaftler und da kann er was rausfinden. So, und dann wird sie ja so Teil des Diskurses, den sie untersucht. Und dann lass mal so ein fiktives Beispiel uns ausdenken. Sie würde da in einem Podcast äußern, dass Podcaster versuchen, Schleichwerbung unterzubringen. Weil es ist ja in der Podcast-Szene so, dass sie immer überlegen, wie kann man damit Geld verdienen. Ich sehe da keine Möglichkeit, aber die überlegen es halt so. Dann gäbe es einen Sturm der Entrüstung, Schleichwerbung müsste abgeschafft werden und so. Und das Ergebnis wäre dann, dass sie reinschreibt, die Podcast-Szene ist irgendwie gegen Schleichwerbung, obwohl sie diesen Diskurs, das ist alles nur fiktiv, selber angeregt hat. Also du jegliche Illusion von Objektivität ist ja dann Naja, völlig für den Arsch. Dann Chapalot. kannst du ja, dann kannst du ja das Wort Empirie fast oder empirisches Forschen kannst du ja dann fast. Also Chapalot. das Grundproblem der Feldforschung zum Beispiel. Also, Ja, es was heißt könnte, Grundproblem? du kommst jetzt auf einmal in die Situation, dass du auf einmal erkennen musst, oh hoppla, die Theorie deiner empirischen Forschung, die stimmt irgendwie nicht. Na, ja klar, also jede empirische Theorie hat ja als Grundvoraussetzung Annahmen über Messtheorien. So, die werden als Axiome gesetzt. Die kannst du ja nicht selbst überprüfen, wieder empirisch. Das ist ja ein endloser Zirkel. Genau. So, ja. Trotzdem beginnt man dann irgendwo und zum Beispiel die teilnehmende Beobachtung, die so die Ethnologen gemacht haben, die war so lange problemlos, solange man als Grundannahme so einen Strukturalismus hatte, wo man sagt, die Strukturen sind da und die Einzelnen sind nur Ausguss der Strukturen, die haben die so, dann konnte man teilnehmen, weil man sagte, ich kann ja dort an den Strukturen ändere ich ja eh nicht viel, weil die werden ja nicht erzeugt sozusagen, sondern das ist alles nur Ausguss der Strukturen. So, Strukturen bestehen unabhängig von den Handlungen und insofern zeigen sich die Strukturen auch, wenn ich eingreife. Deshalb kann ich da rein und eingreifen. Wenn du dann kann so konstruktivistisches Paradigma, bei dem untersucht wird, wie Handelnde sich auf Wirklichkeit einigen durch Interaktionsprozesse. Da ist das schon schwieriger. Da wird man sagen, wenn du da teilnimmst, erzeugst du was, was du dann selber untersuchst. So, jetzt bist du ja Systemtheoretiker. Wie stehst du denn dann dazu, wenn da jemand den Beobachtungsgegenstand, den er seiner Scientific Community darstellen will, die schicken ihn heraus. Die sagen, geh raus aus der Uni, geh dort in die Podcast-Szene und jetzt konstruiert er ihn ja selbst oder sie in dem Fall, indem sie einen eigenen Podcast macht. Und das präsentiert sie der Scientific Community. Vielleicht ist das ja auch klug, weil man würde ja dann viele universitären Strukturen ad absurdum führen und viele Grundgedanken der empirischen Forschung. Ach was. Aber ja, das würde dir natürlich total gefallen. Aber ich überlege gerade, was dann die Alternative Naja, ist. also, Ja. wir können das ja mal, also, was ist die Alternative? Es ist ja nun nicht so, dass, also, wir können, also, die Dinge werden ja nicht einfach nur auf dem Reißbrett entworfen, also, soziale Systeme werden nicht irgendwo geplant und konzipiert und dann von irgendwo durchgesetzt, sondern sie organisieren sich ja selbst. Die sind ja selbst organisierend tätig. Also, und die haben auch keinen Chef und die haben auch keine Zentrale und die haben auch keine Mittel. Also, was wir feststellen ist ja, also, dass wir jetzt auf einmal die Kontingenz dieses Subjekt-Objekt-Schemas feststellen. Die Kontingenz heißt ja, dass das so nicht hätte entstehen müssen. Und wenn es entstanden ist, heißt das, dass es unter bestimmten Bedingungen, also ich meine jetzt dieses Subjekt-Objekt-Schema, dass es unter bestimmten Bedingungen etwas empirisch machen kann.
In unserem Fall würde ich sagen, was hat es empirisch gemacht? Viele andere Dinge natürlich. Es hat Radioaktivität sichtbar gemacht, empirisch gemacht. Es hat empirisch gemacht. DNA, Moleküle und was weiß ich, was wir da alles empirisch nennen möchten. Und es hat empirisch gemacht handelnde Subjekte, die sich handeln, beziehungsweise handelnde Subjekte, insofern sie sich unter der Erwartung gegenseitig begegnen, dass sie sich auf die Verantwortlichkeit ihres Handelns ansprechbar machen wollen oder ansprechbar machen lassen. So, das ist empirisch geworden. Unter diesen Bestimmungen kann das empirisch werden und zugleich können andere Dinge als nicht empirisch werden ausgeschlossen. Also das kommt also überhaupt nicht in Frage. Zum Beispiel wurde ausgeschlossen, dass es so etwas wie Zauberei gibt. Es wurde ausgeschlossen, dass es so etwas wie Geister gibt. Solche Dinge. Also Aberglaube. Das ist empirisch nicht relevant. Also wird das einfach ausgeschlossen. Und dann wird das auch nicht zum Gegenstand der Forschung. Dann kann man, ne, und dann wird das irgendwie abgedrängt in irgendwelche obskuren Zirkel und so etwas. Das Interessante ist ja, wenn wir nun sagen, also dass dieses Subjekt-Objekt-Schema sich in seiner Kontingenz nun endlich darstellt, das kommt ja auch nicht ganz überraschend, nun endlich darstellt, dann kann das ja nun sein, dass wir es mit einer Veränderung der Erfahrungsbedingungen zu tun haben. Und dann würde ich sagen, daraufhin, die Veränderung der Erfahrungsbedingungen, die kannst du nicht einfach feststellen, die kannst du nicht einfach definieren, sondern die kannst du nur über die in Erfahrung bringen, über Kommunikation beziehungsweise über die Fortsetzung von Kommunikation. Und dass du dann hingehen kannst und sagen kannst, ich brauche mir überhaupt keine Gedanken mehr zu machen um diesen ganzen Empirie-Quatsch, weil damit, mit diesem ganzen Verfahren wird nur etwas Bestimmtes empirisch und etwas Bestimmtes nicht. Und wenn du jetzt sagen willst, wir haben es mit einem Arrangement zu tun, dass also das Internet, also mit einem Einschaltungsarrangement, das immer eingeschaltet ist, auch dann, wenn du deinen Zugang ausschaltest, dann kann ich mir schon vorstellen, dass etwas ganz anderes empirisch wird. Aber, und das ist jetzt der Punkt, das muss ich nicht wissen, darüber muss ich mir auch nicht Gedanken machen, ich kann das einfach testen. Also heißt die spielen. Ich würde dann den Podcast machen als Wissenschaftler, um zu sehen, was unter den neuen Bedingungen jetzt als empirische Möglichkeit im Netz gefangen werden kann. Also kennst du diese Fischer-Parabel von Hans-Peter Dörr, ist jetzt nicht so bekannt, das ist ein Physiker, der immer gewettert hat auf die empirischen Forschung, weil man muss ja unterscheiden zwischen dem, was du als empirische Sache erforscht oder was du denkst, was du erforscht und dem Anspruch, ob das jetzt auch Wirklichkeit ist oder ob das halt nicht nur deine Konstruktion ist. Und da sagt er, so ein Fischer stellt fest, nach 30 Jahren Fischen, alle Fische sind größer als 5 Zentimeter. So, nennt das das erste Naturgesetz der Fischerei, alle sind größer als 5 Zentimeter. Ein empirisches Ergebnis. Und dann kommt ein Philosoph und sagt, aber horch mal, die Maschen in deinem Netz, die sind ja nur 5 Zentimeter. Das heißt, du kannst gar nichts anderes fangen als Fische über 5 Zentimeter. Und dann sagt der empirische Fischer, das interessiert mich nicht, weil alles, was ich mit dem Netz, also mit meinen Methoden, nicht fangen kann, ist ja kein Fisch. Also ja. Das finde ich eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass Empiriker sich ihre Welt auch selbst konstruieren. Nein, also das geht über die Wahl einer Unterscheidung. Der Beobachter konstruiert sich selbst und das, was er beobachtet, mit einer Unterscheidung, die immer irgendetwas einschließt und auch immer etwas ausschließt. Das heißt eben, also der Beobachter kann eben nicht die ganze Welt verstehen, sondern er kann mit einer Unterscheidung immer nur etwas Bestimmtes erstens beobachtbar machen und zweitens etwas Bestimmtes dann verstehen und das erklären und anderes dann als unerklärbar, als irrelevant, als irrational, als Hokuspokus und Spuk ausklammern, sagen, interessiert mich nicht, kann ich nicht begreifen. Ja, das sind die Netze in dem Beispiel. Genau, das ist die Kontingenz der Beobachtung. Und das Interessante ist ja nun, dass diese Beobachtungen ja nicht unter beliebigen Bedingungen funktionieren. Nehmen wir mal, um jetzt diese Situation zu wählen, da ist also der empirische Forscher und der theoretische Denker, oder sagen wir den empirischen Denker und der theoretische Denker. Wie kommt das eigentlich, dass dieser Fischer also jahrzehntelang oder jahrelang immer sein selbes Geschäft, sich über nichts wundert, auf einmal hat er Grund, sich zu wundern. Und statt sich zu wundern, rechtfertigt er einfach nur und sagt, naja Gott, wieso? Ich habe halt Fische.
Ich brauche mich nicht zu wundern, aber wie kommt auf einmal das Gespräch zustande? Also wie kommt auf einmal der Wechsel der Perspektive zustande? Oder sagen wir besser, wie man das ja dann in der Wissenschaftstheorie ausdrücken würde, der Paradigmenwechsel. Den kann man ja nun nicht planen. Also den kann man zwar fordern, bringt aber nichts, er muss sich von selbst ereignen. Ich würde nun vermuten, was jetzt empirisch werden kann, ist das, was ohne Internet nur sehr schwer immer beobachtbar werden kann, nämlich die reine Selbstorganisation von sozialen Systemen beziehungsweise die reine Selbstorganisation von Gesellschaft. Wir sind alle inkludiert in irgendwelchen Machtapparaten, seien es Familien, das sind ganz kleine Machtapparate, große Machtapparate, das sind Staaten oder Bündnisse von Staaten, das sind Unternehmen, das sind Vereine, das sind Verbände von allen möglichen. Das sind Machtapparate, da sind wir inkludiert, da erfahren wir unsere Sicherheiten, auch in einer hochunsicheren Welt, da erfahren wir unsere Regelmäßigkeit und wir können, weil wir überall als Mitglieder beteiligt sind und Mitgliedschaft mehr oder weniger auch kündigen können, sind wir immer wieder auf Verfahren der Rechtfertigung für Handlungen spezialisiert und können dann immer glauben, es würde gesteuert, es würde geplant, weil wir ja auch planen lernen und auch planen können. Das schlägt sich dann darin nieder, dass man an den Staat nun große Erwartungen richtet, er möge doch bitte steuern, planen und kontrollieren. Und wir stellen dann ständig fest, dass das überhaupt nicht klappt. Das ist auch der übrigens der Grund, weshalb es Verschwörungstheorien gibt. Die Verschwörungstheorien gibt es deshalb, weil eben immer gemeint wird, da müsste doch irgendwo eine Zentrale geben, die irgendwas plant, die irgendwas steuert, die irgendwas im Griff hat, weil wir unsere Alltagserfahrung aus solchen Strukturzusammenhängen beziehen. Und unter diesen Bedingungen ist das sehr schwer zu akzeptieren und sehr schwer verständlich zu machen, dass keineswegs eine Steuerung passiert, dass keineswegs also zentrale Planung, dass es keineswegs irgendwelche übergeordneten Kontrollverfahren gibt. Die gibt es einfach nicht. Das ist das, was wir ja schon dadurch eigentlich sehen können, dass genau diese Erwartungen ständig scheitern, aber statt dann zu lernen, zu sagen, oh hoppla, es gibt ja gar keinen Weihnachtsmann, wird dann einfach nur sich ein neues Bild vom Weihnachtsmann gemacht und es wird dann wiederholt. Und wenn wir jetzt nun feststellen, dass das Internet nun kommt, dann kann uns das Internet, könnte uns dabei helfen, genau das, was ohne Internet nur sehr schwer zu argumentieren ist, leichter argumentierbar zu machen, zu sagen, es ist reine Selbstorganisation von Ordnung. Und wenn dann tatsächlich es möglich wird, dass das, was wir mit sehr viel Aufwand leisten, gegenwärtig noch immer, nämlich uns bemühen um Inklusion, was sehr aufwendig wird und sehr kostenintensiv ist und sehr viel Kapitalaufwand erfordert, ich kann mir vorstellen, dass das geringer wird, dass also diese, dass diese, dass die, dass der Aufwand, den jeder einzelne Mensch leisten muss, um sich um Inklusion zu bemühen, geringer wird, nämlich deshalb, weil diese Machtapparate sich unter den Selektionsdruck von der leichteren Beobachtbarkeit von Selbstorganisationen kommen. Das ist das, was Dirk Becker dann die Netzwerkdifferenzierung nennt. Ne? Also Dirk Becker stellt sich das so vor, dass also nicht mehr nur irgendwelche Machtapparate dann da sind und ihre eigene Zwecklosigkeit permanent durchsetzen, sondern dass die jetzt kommen, diese ganzen Organisationssysteme, und sich jetzt sehr viel opportunistischer verhalten müssen und vielleicht auch ihre eigene Selbstauflösung auch mit einverstanden erklären sein können, weil über Netzwerke das Ganze wieder aufgefangen wird, wir also über Netzwerke eine Inklusion erleben, die dann auch diese Organisationen selbst eingebunden sind. Also nicht nur Netzwerke von Personen oder von einzelnen Personen, sondern Netzwerke von Personen, Verbänden, von Organisationen und so etwas. Und dann können unter diesen Bedingungen auch Organisationssysteme von ihrer Monstrosität ablassen und dann sagen, okay, wir können uns auf Selbstauflösung einlassen. Also also nachdem man die Zwecke des eigenen Handelns erreicht hat, einfach dann auch die Organisation abwickeln und sagen, wir brauchen sie nicht mehr, weil du an anderen Stellen wiederum neue Chancen sich eröffnen zur Inklusion. Also und dann, wenn so etwas möglich wird, ne, dann würde ich sagen, kann dieser ganze Inklusionsüberhang, der gegenwärtig ja eklatant ist, das sind ja die ganzen Menschen in der dritten Welt, da ist ja ein enormer Überhang, könnte dann vielleicht abgearbeitet werden. Weil eben diese ganzen Kapitalaufwand nicht mehr betrieben werden muss, um diese zwecklosen Machtapparate, um diese ganzen Machtapparate, diese Zwecklosigkeit dieser Machtapparate weiter zu unterhalten. Die Organisationen können dann eben, sobald sie ihre Zwecke erreicht haben, auch einfach verschwinden. Also etwas, was ja gegenwärtig nicht so einfach möglich ist. Diese Organisationssysteme sperren sich ja mit allem, was sie können, gegen ihre Selbstauflösung.
weil sie nicht wissen, wie es dann weitergeht. Ne? Wir reden über Nachhaltigkeit, das über Nachhaltigkeit meint ja Vorsorge, die kann aber niemand einfach machen, weil man dafür Voraussetzungen braucht und die sind nirgendwo gegeben, deshalb diese ganze Nachhaltigkeit nicht funktioniert. Aber was wäre nun, wenn wir tatsächlich sehr viel leichter die Selbstorganisation von Bewertung, die Selbstorganisation von Strukturen, die Selbstorganisation von Gesellschaft, wenn wir die leichter beobachten könnten, dann könnten wir viel einfacher auch Inklusionschancen nutzen. Die könnten sich vielleicht auch ergeben. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass solche Dinge empirisch werden können, aber das, wenn überhaupt, dann, wenn so etwas sichtbar wird, dann gilt für dich erst dann, wenn du ein alter Mann bist. Und wenn aber da sind wir gar nicht so weit auseinander. Also eigentlich, also könnte man das zusammenfassen, wir geben die Akteursperspektive auf und das ist ja in der Soziologie jetzt auch nicht, also es wird nicht umgesetzt, aber es ist ja auch nicht die neueste Forderung. Und im Prinzip ist ja das, was du jetzt gesagt hast, so aus einer netzwerkanalytischen Perspektive, der Weggang von bürokratischen Strukturen zu informellen. Es wird ja da permanent, also genau. Ich hatte zum Beispiel meine Abschlussarbeit, eine empirische Netzwerkanalyse gemacht über Selbstorganisation in Open-Source-Projekten. Und das geht insofern empirisch, weil ja Kommunikationsartefakte entstehen, wenn irgendwer mit irgendwem sich unterhält, was immer man da definieren mag, muss man sich dann vorher ausdenken, dann ist das abgespeichert im Netz und wenn man dann darauf Zugriff hat, kann man sowas wie ein Netzwerk basteln und da wird dann immer schnell untersucht oder ist so das Erste, was man sich anguckt bei Organisationen, wie groß ist der Grad der bürokratisch formellen Organisation, also das soll und wie ist das ist. Und da sieht man ja auch sehr häufig, dass Organisationen scheitern, wenn sie halt, also es gibt ja die Möglichkeit, dass die dass die informellen Netzwerke, das heißt die Wirklichkeit, wie wirklich sich die Netzwerke in einer Organisation gestalten und die formelle, dass die auseinanderdriften. Das kann jetzt als was Schlechtes gesehen werden, weil es soll ja nicht so funktionieren, aber man kann auch zu dem Schluss kommen, dass das die Rettung ist quasi für die Organisation, dass sich informelle Netzwerke aufbauen, dass sie eben nicht der bürokratischen Vorgabe entsprechen. Ja, das glaube ich auch. Und das wäre dann sozusagen das, was du siehst, also für die ganze Gesellschaft, oder habe ich dich da falsch verstanden? Ja, also das weg ist von der Bürokratie. Aber dann hätte ja Max Weber Unrecht, weil er prognostiziert doch für die ganze Zukunft der Menschheit ein immer stärker werdendes Gerüst der Bürokratie. Also bist du ja optimistisch. Also man muss ja nun sehen, diese ganzen, also wir haben ja nicht nur Staatsbürokratie, wir haben ja auch Unternehmensbürokratien und wir haben ja im Grunde genommen sind ja, also Organisations-, auch Familien sind ja eigentlich Organisationssysteme. Mhm. Was ich nun sagen will, ist, dass diese ganzen Kosten, die sind ja auch, die produzieren auch enorm hohe Verschleißkosten. Also mit sozialen Verschleißkosten meine ich die Kosten, die dadurch entstehen, dass du dich den Inklusionschancen, die sich da für dich eröffnen, dich nicht einfach wieder entziehen kannst. Du kannst nicht einfach sagen, ich gehe morgen in eine Arbeitsstelle und wenn die Kollegen da scheiße sind, dann gehe ich halt nicht mehr hin. Das geht nicht. Du musst da wieder hingehen. Dadurch entstehen dann diese ganzen, das geht ja bis hin zum Mobbing, das geht hin damit, das geht über die Schüler sind in der Schule überstresst, auf dem Arbeitsplatz sind sie alle überstresst, da gibt es dieses ganze Burnout und dieses ganze Mobbing und diese ganzen Demütigungen, die man sich da gefallen lassen muss und diese ganzen Verschleißkosten, die müssen ja mit erwirtschaftet werden. Leute werden krank, übergewichtig und was auch immer in Familien, die Ehestreitigkeiten, die Ehescheidungen, die vielen Scheidungsweisen und all das. Ich meine, das sind so die ganzen Verschleißkosten durch diese kapitalintensiven Machtapparate. Diese Kosten müssen mit erwirtschaftet werden und das geht ja nicht beliebig. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch der Psychotherapiebedarf in der Gesellschaft ist, aber er steigt ständig, das kann man sagen. Aber man kann das
das nicht einfach weiter, man kann nicht einfach immer mehr Psychotherapeuten anstellen, das geht nicht, also weil man ja das auch irgendwo erwirtschaften muss. Und irgendwann ist dann also dann ein Punkt erreicht, wo es einfach nicht mehr geht. Und dann kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass diese, dass die Netzwerk, dass so etwas wie diese Art der Technik wie Twitter beispielsweise, dass sowas echt eine Lösung sein kann. Und zwar deshalb, weil das ja eigentlich nur eine Liste ist. Twitter ist ja eigentlich nur eine Liste, wo sich jeder mit seiner Adresse einträgt. Jeder trägt sich auf gleiche Weise in diese Liste ein, wie jeder andere, also Adresse ist Adresse, und du klickst dann eigentlich nur andere Adressen an, mit denen, bei denen, von denen du dich beliefern lassen möchtest mit Kurznachrichten. Das ist ja eigentlich der ganze Trick dabei. Und jeder macht sich für jeden auf gleiche Weise ansprechbar. Und jetzt kann ich mir durchaus vorstellen, dass unter diesen Bedingungen, das ist am gegenwärtig ist es noch schwer, aber ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann immer leichter wird. Also die Selbstorganisation von Beschaffungsmaßnahmen aller Art beispielsweise. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass eine große Flüchtlings, die Integration von Flüchtlingen durch diese Abmachtapparate nicht mehr geleistet werden kann, weil die nicht nur sehr viel Geld gebraucht haben, um entstehen zu können, sondern nochmal Geld brauchen, um die ganzen Verschleißkosten, die sie mitproduzieren, auch noch verursachen. Und dass wir dann sagen, kann man vielleicht über diese Art der Netzwerkbekanntschaft gleiche oder ähnliche Leistungen erbringen, ob das nun Sprachunterricht ist, ob das Therapie ist oder ob das Nachbarschaftshilfe ist, denn wir haben ja auch auf dem Land so, dass die Leute auch auf dem Land, die nur 2-3 Häuser weiter voneinander entfernt sind, dass sie sich auch schon nicht mehr kennen. Diese urbanen Phänomene gibt es ja auch auf den Dörfern. Also, und ich kann mir nun vorstellen, dass mit dieser Art der Netzwerkkommunikation, wo sozusagen die Gründe für das Bekanntwerden miteinander gar nicht so eine große Rolle spielen, weil man eben nicht weiß, warum das irgendjemand tut. Warum abonniert irgendjemand meine Nachrichten? Ich habe bei mir 3000 Leute, ich weiß nicht warum. Also wieso gibt es 3000 Leute, die meine Nachrichten abonnieren? Ich kenne die doch alle gar nicht. Was wollen die von mir? Eben, ne? Klar. Also die Gründe dafür sind relativ unbekannt. Und jetzt kann unter diesen Bedingungen, kann ich mir vorstellen, dass eine Selbstorganisation sehr viel leichter passieren, also die Beobachtung von Selbstorganisation leichter passieren kann. Ob das nun Mitfahrgelegenheiten sind, ob das Sprachunterricht ist, ob das Pipapo ist, Suche, Biete, ne? Ich habe das hier mal angefangen mit Büchern zu verschenken, schwupp, es gibt auf einmal Leute, die habe ich nie gehört, die habe ich nie gekannt, die melden sich bei mir und nehmen von mir Bücher an. Und das funktioniert übrigens auch. Also ich schicke denen einfach die Bücher und es gibt Leute, die kenne ich nicht, die haben mir auch schon Bücher geschickt. Die kannte ich nicht. Und einfach so, weil sie sagen, hier kommen die 50, die 1 Euro, ne, für das Porto ist egal. Und tatsächlich finde ich Leute, die kenne ich nicht, die schenken mir ihre Bücher. Aber will ich zu dem einen Satz nochmal zurück. Du hast gesagt, die Gründe, warum das alles geschieht, sind unbekannt. Und unter dieser Voraussetzung, dass man das mal so akzeptiert, kann man neue Wege gehen. Aber der Forscher, der wird doch trotzdem fragen, ja, was sind denn die Gründe? Der wird sie ja weiterhin... Das ist doch genau der Punkt. Jetzt spritzt er auf der Stelle. Der Forscher wird einfach sagen, okay, ich stelle andere Fragen. Der Forscher sagt nicht mehr, ich bin das... Also ich beschreibe mich selber. Wenn ich über mich selber Auskunft geben sollte, nicht mehr als derjenige, der seine Erkenntnisfähigkeit kontrollieren muss, der Wissen aus sich selber heraus produziert, der dann im Besitz dieses Wissens ist und dann aufgrund von Gründen Handlungen betreibt, um dann Kommunikation zu erzeugen. Also ich komme mir selber so nicht vor. Die an den Universitäten, diese empirischen Forscher, die werden sich immer so vorkommen, so wie diese Philosophen, ne, die werden sich immer so vorkommen, die werden immer glauben, dass sie mit ihren Motiven irgendwie Kommunikation bewirken. Und diese ganzen irren Sachen, die dann daraus entstehen, die kriegen die dann immer nur moralisch und immer nur können immer nur moralisch darüber nachdenken. Die kriegen im Prinzip die Bedingungen der Möglichkeit des Zustandekommens von Wissen oder von Wissenschaft, das kriegen die nicht hin. Wenn ich das aber annehme, dass die Bedingungen der Möglichkeit von Wissenschaft jetzt eben nicht mehr darin in erkenntnisfähigen, wissensfähigen und handlungsfähigen Menschen besteht, also als entscheidende Bedingung, dann komme ich zu der Einsicht, dass die Wissenschaft selbst die entscheidende Bedingung für Wissenschaft ist. Und das heißt dann, die sind mir eben nicht bekannt. Die entscheidende Bedingung. Ich kann zwar ganz viel und ganz leicht über Wissenschaft irgendwas sagen, aber gerade weil das so leicht ist, weil man ganz viel dazu sagen kann, weil man ganz schnell irgendwas findet im Internet, weil man sogar das mit Zitaten ganz schnell nachweisen kann,
alles Mögliche, komme ich dann eher auf die Idee, sagen, gerade weil das so einfach ist, weil das so schnell ist, ist es trivial geworden und damit nicht mehr relevant und nicht mehr so interessant. Schwieriger ist was anderes, nämlich jetzt sich auf den Standpunkt zu stellen, zu sagen, Wissenschaft ist mir nicht bekannt. Und ich kann nicht einfach hingehen und sagen, ich schalte den Apparat ein, ich führe eine Recherche durch und dann bin ich besser informiert. Sondern ich stelle genau das Gegenteil fest, wenn ich den Apparat einschalte, wenn ich versuche, mich zu informieren, am Ende weiß ich dann zwar immer irgendwas, aber im Verhältnis zu dem, was ich sonst noch wissen könnte oder was man dann noch wissen müsste, bin ich immer ganz schlecht informiert. Wir sind eigentlich immer schlechter informiert. Du kannst deine Informationssituation nicht einfach verbessern. Und das Interessante ist, wir könnten unser Verhalten lernen, unser Verhalten umzustellen, indem ich sage, ich muss es auch nicht mehr wissen. Ne, die kritische Disziplin, auf die wir, wenn ich das durchaus so sagen darf, abgerichtet wurden, heißt, wenn du etwas nicht weißt, käme es auf dich an. Du sollst also nachdenken, du sollst deine Wahrnehmung kontrollieren, deine Wahrnehmung schikanieren, du sollst eine Affektkontrolle durchführen, du sollst dann dich informieren, du sollst gründlich sein, du sollst differenziert darüber nachdenken, du sollst dich beeindrucken lassen, du sollst Rat holen, bla bla. Du sollst erstmal ganz viel tun und erst dann, wenn du ganz viel getan hast, dann kannst du es aufschreiben, dann muss es nochmal kontrolliert werden, dann muss es nochmal Korrektur und erst dann darfst du es publizieren. Du sollst also nicht erst plappern und dann denken, sondern du sollst erst denken und dann plappern. Und wir können das jetzt umkehren. Wir können sagen, nö, ich denke nicht erst und dann plapper ich, sondern ich plapper einfach. Und ob ich dann denke, ist, und dann kann ich mal gucken, reagiert die Kommunikation darauf? Das heißt, oder ich würde sagen, das geht nur einher mit einer Abschaffung der Bürokratie letztlich. Ja, brauchen wir nicht abzuschaffen. Und dann muss ich zeigen, ob die selbstorganisierte Wissenschaft, also ich nenne es mal so, die Selbstorganisation, durch von Selbstorganisation getragene Wissenschaft halt erfolgreicher ist mit den Ergebnissen. Aber dann muss man wieder fragen, was sind erfolgreiche Ergebnisse? Naja, das ist aber ja sofern das weißt du ja dann nicht, das ist ja der entscheidende Punkt. Also noch einmal, wir haben gelernt zu sagen, wir haben gelernt zu sagen, Wissenschaft sei, die entscheidende Bedingung für Wissenschaft sind erkenntnisfähige, wissensfähige und handlungsfähige Menschen, ja. Selbstreflexiv und moralisch und verantwortlich und bla bla bla. Wenn du also etwas nicht weißt, dann bist du dann der Wissende und das trägst du dann vor und rechtfertigst dich dann dafür und sagst, ich weiß, was Wissenschaft ist. So, wir könnten das umkehren und sagen, ich will wissen, ob etwas wissenschaftlich ist, also was mache ich, bevor ich darüber nachdenke, bevor ich recherchiere, ich schreibe es einfach auf und publiziere es sofort. Und dann kann ich die Selbstorganisation der Bewertung abwarten und sagen, ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich ist, was ich da denke, aber ich kann mal abwarten, wie das System, wenn eines entsteht, wie es darauf reagiert, wie es das bewertet. Und also ich bilde mir also nicht länger ein, der Wissende zu sein, der aus sich selbst heraus irgendwie mit Hilfe irgendwelcher magischen Fähigkeiten Wissen produziert, sondern ich lasse mich auf das System ein, das mir Antwort liefert, wenn ich wissen will, ob etwas wissenschaftlich ist. Also du hättest sozusagen das Wissenschaftssystem, das du immer nur speist, unabhängig von deinen eigenen Egos, also du könntest dann sozusagen sagen, es ist auch nicht wichtig, dass ich in meiner Doktorarbeit etwas Neues schreibe, genau. Sondern es ist nur wichtig, ich kann sogar ein Plagiat in das Wissenschaftssystem einspeisen, denn das Plagiat zur rechten Zeit, was vielleicht vor 100 Jahren keine Relevanz hat, kann jetzt anschlussfähig sein und kann eine Relevanz haben. Genau. Und du weißt gar nicht mehr, was in dem Wissenschaftssystem passiert, sondern du speist es nur mit irgendwelchen Sachen und sei es mit Gedichten irgendwas. Genau, mit Blödsinn, ganz genau. Mit und Quatsch, guckst, Blödsinn. Was kommt raus. Genau. Ich stelle mir so einen Mathematiker vor, der vor irgendeiner Formel sitzt und der sich darüber Gedanken macht oder sagt, ach, was weiß ich, oder der auf irgendeine komische Hypothese kommt, denn das ist ja die Hypothesengewinnung in der Wissenschaft ist ja nun das komplizierteste Geschäft, das es gibt. So, und was macht der eigentlich? Der könnte sich nun erstmal in sein Büro verschließen und darüber nachdenken und sagt, nein, ach, ich publiziere das einfach, ist doch scheißegal. Und dann sollen die Leute mir mal antworten, was sie davon halten und ob, also die Bewertungen abwarten. Und die interessante Sache ist ja die, dass man sagt, ich will wissen, ob das Wissen ich publiziere. Also wir haben immer noch gelernt nach der kritischen Disziplin, im Zweifelsfall bist du dir nicht sicher, sollst du nicht publizieren. Und wir würden das jetzt einfach umkehren und würden sagen, im Zweifelsfall publiziere ich und warte ab, was alle anderen, also was sich anschließend daraus ergibt. Ich will, ne? Also ich warte auf das System, warten auf Antwort und nicht etwa sich einzubilden, ich sei derjenige, der Antwort geben könnte. Denn sobald ich eine gebe, kommen alle anderen und sind anderer Meinung. Dann werde ich sagen, wir sind nur noch kompetent darin, anderer Meinung zu sein. Wir haben alle haben nur noch ein Jodeldiplom und das reicht nicht mehr aus. Aber das kann man nutzen, wenn man sagt, okay, ich publiziere nur noch irgendwas und jetzt warte ich einfach nur noch ab, welche Meinungen die anderen dazu äußern und welche
Art von, also was daraus entstehen kann. Ich warte auf Antwort. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das da hinkommt. Ja, ja. Das kann ich mir durchaus vorstellen, weil was an Wissenschaft jetzt so produziert wird, ist einfach für einen Einzelakteur noch zu erfassen. Also den Stand der Forschung zu erfassen, ist ja eigentlich eine Illusion. Sicher. Also schreibt man zwar immer dann, man hat den jetzt mal erfasst, aber natürlich. Das ist ja eigentlich Quatsch. Genau. Das ist nicht möglich. Genau. Und es war doch immer der Streit zwischen Habermas und Luhmann über die Möglichkeit des Änderns von Gesellschaft, glaube ich, kann man so runterbrechen. Also Luhmann, nee, kann es nichts ändern. Passiert halt alles so. Und Habermas, ich weiß gar nicht, ob Habermas gesagt hat, man kann es ändern, aber er wollte es ändern, glaube ich. Und jetzt lass mal die Ad-Hoc-These, ne? Das Gehirn kriegt das nicht hin, ist zu komplex, deshalb lagern wir das quasi aus, Wissenschaft, in der Art System, ein selbstorganisiertes System. Nee, das schneide ich raus. Das ist Quatsch. Ich hab voll den Faden verloren. Nee. Ist mit dieser Netzwerkanalyse mit dem ausgelagerten Wissenschaftssystem gefällt mir deshalb gut, weil das ja durchaus keine Blackbox wäre, sondern man könnte es empirisch zumindest beobachten über Netzwerksachen. Also du kannst ja zum Beispiel es wird ja schon gemacht, dass Zitationsnetzwerke erhoben werden, wo man schaut, welches Argument wird von wem zitiert, und dann sieht man, wie Informationen diffundieren in so bestimmten Communities. Und das könnte ich mir durchaus vorstellen. Dass man das so auslagert in so ein System und dann versucht, das auch ein bisschen nachzuvollziehen. Also ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass man es auslagert, ohne zu versuchen, das nachzuvollziehen. Ich weiß nicht, ob man es nachvollziehen kann, wahrscheinlich nicht, aber man wird es versuchen. Und dann ist man halt aber wieder in der Falle, dass man dann glaubt, dort die Erklärung zu finden. Aber man hat es ja dann eigentlich ausgelagert, weil man halt aufgegeben hat, die Erklärung zu finden, wie das funktioniert. Naja, also, aber wir trotzdem versuchen zu schauen, wie es funktioniert. Denn bei Netzwerkanalysen versucht man ja, Organisationen zu mathematisieren, ja, um dann Kennzahlen zu entwickeln, die dann eine Planung möglich machen, ja. Was eventuell eine Selbsttäuschung ist. Es sind halt Kennzahlen, und dann passiert irgendwas und am Ende schreibt man es den Kennzahlen zu, aber es hat ja auch passieren können, ohne dass man über die Kennzahlen berichtet, ja. Im Vorstand oder so. Ja. Was aber sehr witzig ist, ist, dass wir ja eigentlich Bürokratie eingeführt haben als Menschheit, um so von der wilden Selbstorganisation wegzukommen. Also wir haben uns ja einen gewissen Mehrwert versprochen. Na ja, sicher. Und dann erkennen wir dass Selbstorganisation vielleicht doch was wäre, und jetzt schaffen wir sie wieder ab und kommen wieder zu so einem Naturzustand zurück. So ist es ja weil nicht. So ist es ja nun nicht. Es ist ja nicht so, deine Gesellschaft beruht auf Selbstorganisation. Sie kann durch nichts anderes zustande kommen. Das war auch schon im 18. Jahrhundert so. Der entscheidende Punkt ist ein anderes. Das empirisch zu machen, das empirisch zu erklären, zu zeigen und verständlich zu machen und plausibel zu halten, das ist nicht so einfach, weil nämlich etwas Gegenteiliges, sich mit Macht erst angekündigt und dann unter großen Schwierigkeiten angekündigt und sich dann machtvoll durchgesetzt hat, nämlich zu glauben, das sei ein Menschenwerk. Ne? Denn so hat das ja noch nie angefangen. Die Idee ist ja, dass bei Descartes und auch bei Galilei war das selbstverständlich so, dass Gott die Welt geschaffen hat, aber sie hatten eben schon angefangen, wir müssen uns sozusagen den Ratlosigkeiten der Theologen nicht mehr ausliefern, sondern wir können selber etwas dafür tun. Wir können nämlich unsere Wahrnehmung schikanieren und unsere Bewusstsein, also wir können unser Bewusstsein trainieren, wir können Kritik üben, wir können Wissenschaft betreiben. Und damit sind wir diesen ganzen Zufälligkeiten eben, also so war ja die Idee, nicht mehr durch Wissenschaft eben nicht mehr so ausgesetzt. Und das war ja am Anfang riskant, so etwas überhaupt in Erwägung zu ziehen, wenn man ja nun berechtigterweise sagen muss, dass man in Menschenvermögen wenig Vertrauen haben kann. Es ist leicht zu täuschen, leicht zu erschrecken, leicht zu korrumpieren, hat schnell Angst und alles Mögliche, ne, und ist auch noch schnell im Irrtum und lässt sich auch nicht so schnell von seinen Irrtümern informieren. Wie kann man dann daran Vertrauen gewinnen? Das hat ja lange, lange, lange gedauert. Aber als es dann war, ist es, also bis zum Punkt der Industrialisierung, da ist das Ganze dann praktisch explodiert.
Und dann und nun haben sich auf dem Wege haben sich die Erfahrungsbedingungen verändert. Warum? Weil für uns ist anders als für die Menschen der Renaissance. Für uns ist Gott überhaupt keine relevante Wirklichkeit mehr. Wir glauben nicht, wir sind keine Untertanen mehr. Wir haben keine Tradition, wir haben keine Autoritäten, denen wir Gehorsam schulden. Wir wissen nicht, was Leibeigenschaft ist. Wir wissen nicht, wie es dazu kommt, dass man Menschen für Hexerei verbrennt oder so etwas. Die Erfahrungsbedingungen haben sich geändert. Und unter der Veränderung dieser Erfahrungsbedingungen wird jetzt etwas problematisch, das nicht gemäß dieser Subjekt-Objekt-Schema meinte, worauf man verzichten könnte, nämlich das Problem der Metaphysik. Da konnte man ja immer sagen, ach, irgendwann, also das Problem der Metaphysik konnte man spätestens auch in der Wissenschaft, im 18., aber allerspätestens mit Darwin, konnte man jetzt die Annahme wirklich komplett fallen lassen, dass es einen Schöpfer geben muss, weil man jetzt eine Erklärung dafür hatte, wie die Natur zustande kommt. Sie organisiert sich selbst, sie macht sich selbst. Dazu brauche ich jetzt Gott nicht mehr als Hypothese. Damit konnte man glauben, auf die dritte Instanz, die Beobachtung einer dritten Instanz, auf die Relevanz einer dritten Instanz käme es nicht mehr an. Und unter diesen Bedingungen wurde auch noch so etwas wie soziale Realität als objektive Realität in Erfahrung gebracht. Erbracht hat das eben nur, dass wir reflexionsfähig werden, also selbstreflexiv werden und also rechtfertigungsfähig werden für unsere Handlungen. Aber jetzt kriegen wir auf den Tisch, was in den letzten 200, 300 Jahren sozusagen erfolgreich ausgeklammert wurde, weil was durch dieses Beobachtungsschema ausgeschlossen wurde, nämlich dass es sehr wohl eine dritte Instanz gibt. Die gibt es nämlich sehr wohl, aber wir können jetzt natürlich nicht auf den Rückweg gehen und sagen, okay, dann fangen wir mal wieder mit dem lieben Gott an, das geht noch nicht. Und dann müssen wir dann fragen wir eben danach, womit haben wir es denn jetzt zu tun? Und dann brauchen wir eine andere Lösung oder einen anderen Ersatz für das alte Metaphysikproblem. Das hat sich nicht erledigt. Und Luhmann hat eben einen Vorschlag gemacht, den ich für den besten halte, der in der Soziologie im 20. Jahrhundert gemacht worden ist. Er hat nämlich gesagt, wir ersetzen das alte Metaphysikproblem durch eine Theorie sozialer Systeme beziehungsweise durch die Gleichzeitigkeit aller sinnverstehenden Operationen. Also in der Gleichzeitigkeit aller sinnverstehenden Operationen oder sinnprozessierenden, sinnverarbeitenden Operationen, da ist sozusagen das alte Metaphysikproblem enthalten. Aber wenn du jetzt so mit Luhmanns Vorschlag so in die Gesellschaft rausgehen würdest und das so sagen würdest, Leute, das ist eine gute Idee, lasst uns mal so Wissenschaft zum Beispiel jetzt produzieren. Wissenschaft wird unterfüttert aus einer normativen Legitimation und dann weiß doch keiner, ob das, was dort an Wissenschaft produziert wird, an Wissen herauskommt von so einer Blackbox, das Wissenschaftssystem, dem wir dann einfach mal alles übergeben, ob das unserem Anspruch, den wir heute haben von Wirklichkeit, von Wahrheit und so weiter, das müssen wir alles mit aufgeben. Weil die Wissenschaft ist ja durch eine Überprüfung erdacht. Also so, wie sie heute funktioniert. Gemäß ihrer Selbstbeschreibung. Bürokratischen System. Wie? Gemäß ihrer Selbstbeschreibung. Ja. Ich spreche jetzt davon, wie man das offiziell verwirklichen könnte. So ein Wissenschaftssystem, dem man dann sein Wissen übergibt, das glaube ich, oder würdest du wahrscheinlich nicht widersprechen, entzieht sich bürokratischen Konstruktionen. Ich kann dir auch genau sagen, was du tun kannst. Antwort, nichts. Du kannst nichts, du brauchst überhaupt nichts zu tun, du brauchst nur auf Antwort warten. Ja. Das ist ganz genau der Punkt. Ich würde mich ja als Wissenschaftler entscheiden müssen, ob ich in die Bürokratie gehen will oder nicht. Ja, du kannst auch sagen, ich muss mich entscheiden, ob ich nun die Käsebrötchen kaufe oder die mit den Kürbiskernen kaufe oder mit Rosinenbrötchen. Wenn du diese Entscheidung nicht treffen zu müssen, dann triffst du irgendeine andere. Also so groß sind die Probleme nicht. Also du suchst, du wirst weiterhin versuchen wollen, dein Leben zu meistern, so gut oder so schlecht es geht und so klug oder so dumm wie du bist. Je nachdem. Ja. Aber dann wissen wir doch noch gar nicht, dann wissen wir jetzt im Moment ja gar nicht, ob Wissenschaft nicht schon so funktioniert. Ja, sicher. Das ist ja ganz genau der Punkt, dass wir jetzt wenn Wissenschaft selbst die entscheidende Bedingung
wenn wir sagen, dass die Wissenschaft nicht etwa erkenntnisfähige, wissensfähige und handlungsfähige Menschen, sondern Wissenschaft selbst ist die entscheidende Bedingung für Wissenschaft, dann komme ich zu der Überlegung, dass ich jetzt nicht genau weiß, was Wissenschaft ist. Verstehst du? Nicht, dass ich darüber nichts weiß, sondern ich komme nur dazu, dass ich sage, ich weiß es nicht so genau. Und ich würde nun sagen, dass ich das nicht weiß, ist kein Rechtfertigungsproblem. Ich muss mich also nicht dafür entschuldigen und schon gar nicht muss ich mich auf die Hinterbeine stellen und sagen, ich muss dieses Nichtwissen verteidigen. Also ich muss dafür sorgen, dass ich unwissend bleibe, sondern ich kann andersherum hingehen und sagen, ich weiß das eigentlich gar nicht und kann jetzt mich darüber wundern. Ich kann mich jetzt darüber, dass ich Leute treffe, die ganz große Dinge darüber sagen, was Wissenschaft ist und was sie alles können. Und am Ende eines jeden Gesprächs, ich bin jetzt wieder auf einer Tagung gewesen, am Ende eines jeden Gesprächs, wo ich ganz dringend Redebedarf angemeldet wurde, stellst du immer dasselbe fest. Am Ende sind alle nur verschiedener Meinung und sonst nichts. Also am Ende, das Ende eines jeden wissenschaftlichen Gesprächs ist vollständig vorhersehbar. Dieses Wissenskonzept, das voll ausdifferenzierte Wissenskonzept, moderne Wissenskonzept, ist bei seiner vollständigen Ausdifferenzierung so weit trivial geworden, dass wir nur noch Jodeldiplome haben, die uns dazu qualifizieren, anderer Meinung zu sein. Wir als die späten Erben dieser Struktur einer Wissensproduktion. Wir sind total klug, wir sind total kompetent, du bist total reflexionsfähig, du bist total edel in deinen Absichten und deinen Gefühlen, alles super, aber alle anderen auch. Und jetzt es ist doch so, alle anderen auch, und jetzt kommen wir nur noch, sind wir praktisch nur noch verschiedener Meinung. Und dann schütteln wir, vorhin haben wir noch ganz dringend Redebedarf angemeldet, dann reden wir und dann stellen wir fest, dass jeder hinterher anderer Meinung ist und dann gehen wir wieder nach Hause, als wäre nichts gewesen. Das heißt, dadurch, dass wir sozusagen nur noch ein Recht auf andere Meinung in Anspruch nehmen können, dadurch, dass wir meinen, mit dem Jodeldiplom sei es getan, landen wir jetzt praktisch in der Urteilslosigkeit. Wir landen mehr oder weniger in der Dummheit. Und die kann man ganz bequem, das ist ja genau das Thema hatten wir heute schon mal, diese Wohlstandsgesellschaft ermöglicht dir nun ganz bequem, sich darauf einzulassen, zu sagen, ja, tu nichts, ist schon okay, du bist edel, du bist klug, du bist gut, du bist verantwortlich, ja, super, alles klar, setz dich hin und so. Ja, und ich würde sagen, nö, also ich bin damit nicht einverstanden und dann würde ich sagen, nö, also ich kann, und das heißt dann für mich zum Beispiel, dass ich darüber nachdenke, wie kann ich mein Handeln ändern? Und wie kann ich mich selber wahrnehmen und so etwas? Und das ist schon schwer. Also, dass wir völlig in unserer Selbst, möglicherweise in unserer Selbstbeschreibung gefangen sind und die Wirklichkeit ganz anders verläuft, das zeigt sich ja, weil wir über Netzwerke geredet haben, da gibt es ja auch Untersuchungen, die das halt empirisch quasi nahelegen, wie eben dieses Zitationsprinzip, also das Matthäus-Prinzip, wer hat, dem wird gegeben, dass du, wenn du mal eine gewisse Zitationshäufigkeit erreicht hast in der Wissenschaft, zitiert wirst aufgrund dessen, dass du häufig zitiert wirst und nicht aufgrund des Inhalts. Und das sind Netzwerkeffekte, die du auch in physikalischen Netzwerken, wo gar keine Menschen drin sind, beobachten kannst, dass wenn ein Netzwerk eine bestimmte Dichte erreicht, dass dann sich von selber eine Struktur bildet. Und der erste Punkt, dass sich eine Struktur bildet, ist dieses Matthäus-Prinzip, dass nämlich die, die viel Struktur haben, diese Knoten dann, aus denen viele Linien, zu denen viele Linien führen, also diese Atome oder was immer du bloß, dass die gegenüber den anderen zusätzliche, also exponentiell mehr neue Verbindungen aufbauen wie andere. Ja. Und dass du immer dann in jedem Netzwerk dazu kommst, in jedem, wo Struktur entsteht, das kann man dann berechnen, da gibt es so Umkipppunkte, wo das dann passiert, dass in jedem, wo Struktur entsteht, gibt es halt viele, die wenig Verbindung haben und wenige, die viele Verbindung haben. So, und wenn man dann sagt, okay, da haben wir ja physikalische Prinzipien hier in dem System, die überhaupt nichts mit unserem philosophischen Ethos zu tun haben, ja, sondern der Wissenschaftler wird aufgrund von ganz normalen Emergenz-Netzwerkeffekten, rein zufällig, wie du am Anfang gesagt hast, mehr oder weniger zufällig, Ausnahmen gibt es wahrscheinlich immer, wird der gehypt, also das erschüttert. Naja, das kommt aber nur daher, weil du sozusagen in einem Lernprozess
Ich fand damals toll, das war vor ein paar Jahren mal gewesen, da gab es irgend so eine Studentin, das fand ich ganz interessant, die hatte irgend so ein komisches Gedicht aufgesagt. Ich glaube, die hatte dann selbst geschrieben, bei irgendeiner Veranstaltung, ich weiß gar nicht mehr, wo es war. War das nicht sogar in Bielefeld? Ich weiß gar nicht. Bielefeld hat oft diesen Poetry Slam oder so. Genau, Das ich glaube, die hatte, ja, ich das wird weiß auch gar nicht gewesen. mehr, wie die junge Frau hieß, die hatte bei irgendeinem Poetry Slam hat die ein Gedicht aufgesagt und das wurde bei YouTube gesendet und nichts passierte. Ich glaube, erst 6 Wochen später oder so. Also erst es verging Zeit und auf einmal wurde nur dieses Stück also gehalten. Also auf einmal, weiß ich nicht, hatte die eine Million Aufrufe oder irgend sowas. Ganz typischer Fall der Selbstorganisation von Bewertung. Und wenn man sich dann dieses Gedicht anhörte, fragt man sich wirklich, ja, was eigentlich, was. Naja, es war nichts Besonderes. Es war einfach nichts Besonderes. Es passierte nur. Ne, funktioniert ja wie jeder Shitstorm auch. Ein Shitstorm ist ja nichts anderes als eine Selbstorganisation von Bewertung. Halt hier geringschätzende Bewertung, aber das ist ja egal. Ne? Und da passierte genau das. Da war diese junge Frau, ich habe den Namen völlig vergessen, die war auf einmal für, weiß ich nicht, für 2, 3 Wochen war die berühmt, weil sie, was aus welchen Gründen auch immer, ein Gedicht, über das man natürlich verschiedener Meinung sein kann, was auch immer das bedeuten mag, aber es ist passiert, oder vielleicht war es 1 Woche oder 2, ich weiß es nicht mehr. Und dann zack, es war so, dass ich auch nicht mehr weiß, wie sie noch heißt. Also ich werde es vielleicht noch mal rausfinden. Aber da sind wir ja bei dem Podcast wieder, wo du schreibst in deinem Blogartikel, dass es völlig irrelevant ist. Also, dass keiner würde den Podcast vermissen, wenn er nicht gesendet hätte, so wie dieses Gedicht auch keiner vermissen würde. Und man würde doch denken in unserer ja ökonomisierten Gesellschaft, dass es gibt eine Knappheit und die erzeugt quasi, also das Bedürfnis aus Knappheit geboren, erzeugt das Angebot. Und hier siehst du, bei sowas völlig irrelevant wird auf einmal gehypt, wo man als Ökonom sagen müsste, okay, da wird ein Bedürfnis gestillt, aber wenn das nicht gewesen wäre, wäre auch okay, wäre überhaupt kein Bedürfnisverlust, oder also kein Bedürfnisbefriedigungsverlust da gewesen. Ne? Das ist ja das, was du dem Podcast unterstellst, sag ich mal, also Ja, also attestierst. das zeigt, dass diese Zurückführung von Kommunikation auf etwas anderes als Kommunikation dumm wird, weil du nämlich dann nicht fragst, was willst du jetzt eigentlich noch erkennen? Ja, also das sind ja diese ganzen Versuche, den linearen Erklärungszusammenhänge herzustellen, heißt ja Kommunikation auf etwas anderes zurückführen, das nicht Kommunikation ist, nämlich ein Bedürfnis, sei keine Kommunikation. Und genau das fängt jetzt an, einfach dumm zu werden, weil man an jeder Stelle sich fragen kann, was wollen Sie denn jetzt noch erklären? Denn dann ist es eigentlich alles egal. Denn wenn dieses Gedicht, sagen wir, es nicht gewesen wäre, ja, dann wäre es etwas anderes, genauso Nichtssagendes gewesen. Und dann ist es, weißt du, dann kommen wir dazu, dass jedes Bedürfnis jederzeit befriedigt werden. Und wenn das so wäre, aber dann ist jetzt wirklich genug da, dann ist jetzt wirklich alles darüber gesagt. Und der Punkt ist eben, es ist eben nicht alles gesagt. Und das hängt nur damit zusammen, dass eben tatsächlich dieser lineare Erklärungszusammenhänge, dass die überhaupt nicht dazu geeignet sind, Kommunikation zu erklären. Die sind nur dazu Also da. das ist dann der Punkt, wo wahrscheinlich das Verständnisproblem vieler, die sich mit Systemtheorie auseinandersetzen, eben gegeben ist, dass Kommunikation zurückzuführen auf Sachen, die nicht Kommunikation sind in dem Ja, Fall. Dieser Versuch, der wird da dumm. reibt man sich dann Ja, wahrscheinlich der ist dumm. immer. Aber das versucht ja Empirie. Also du versuchst natürlich herauszufinden, Ja, warum machen Sie das denn? warum sagen die das Warum jetzt? konnte das Also was? gelingen? Warum machen Sie es denn, diese Empirie? Weil Sie eben immer sagen, wir können dann das, was dann empirisch wird, das können wir jederzeit rechtfertigen, weil Sie über den selbstreferenziellen Zusammenhang, dem gehen Sie einfach immer aus dem Wege, was ja nicht heißt, dass dieser selbstreferenzielle Zusammenhang nicht da ist, der ist selbstverständlich da, das bemerken die empirischen Forscher ja auch immer, sie wissen sehr genau, dass der Beobachter immer in den Gegenstand seiner Beobachtung verwickelt ist, das wissen Sie, das steht in jedem Lehrbuch der empirischen Sozialforschung steht das drin und in jedem steht auch drin, dass man dann Kontrollverfahren finden muss, wie man so tun kann, als habe man damit nichts zu tun. Und das heißt, wie man dem Problem aus dem Wege geht. Und jetzt gilt langsam, aber sicher, du kommst dem Problem nicht mehr aus dem Wege. Du kannst es dir einfach machen, du kannst einfach an die Decke gucken und irgendwie die Fliegen zählen, dann gehst du dem Problem aus dem Wege, oder du kannst empirische Sozialforschung betreiben, dann gehst du dem Problem aus dem Wege, oder wenn du eben nicht aus dem Wege gehen willst, dann hast du jetzt ein Kommunikationsproblem. Dann weißt du nämlich nicht, was du sagen sollst. Also beziehungsweise dann hast du ein Kommunikabilitätsproblem, dann weißt du jetzt nicht so einfach, wie man jetzt darüber sprechen kann. Das ist nicht so einfach. Das Wenn du mal stimmt, drüber ja. nachdenken willst, versuch mal drüber nachzudenken, wie sich der Erfahrungszusammenhang und damit auch der soziale Voraussetzungszusammenhang des Gelingens von Gesellschaft, wie der sich ändern kann. Der ändert sich nämlich. Die Gesellschaft produziert im Vollzug ihrer Strukturen, produziert sie
verändert sie nicht nur ihre Umwelt, sondern sie verändert immer auch sich selbst. Und damit verändert sie den Voraussetzungszusammenhang, unter denen soziale Realität als empirische Realität in Erscheinung tritt. Und wir haben immer noch geglaubt, wir wollten immer noch glauben, soziale Realität tritt für uns als objektive Realität in Erscheinung. Und das ist ein Irrtum. Das kann man nur dann glauben, wenn man eben in solchen wissenschaftlichen Machtapparaten vergesellschaftet bleibt und dann sozusagen immer nur glaubt, da gehen nur Mitteilungen zwischen dir und mir hin und her und da gäbe es keine dritte Position. Und die soziale Realität kann sich mit psychischer Realität nicht vermischen und nicht vermengen. Das sind zwei unterschiedliche Realitäten. Die sind voneinander, also das sind verschiedene Realitäten, die nur sozusagen über das gemeinsame Fähigkeit zum Sinnverstehen sich koppeln können. Aber das sind verschiedene Realitäten. Soziale Realität ist keine psychische Realität und deshalb ist dieses Gerede, dieses vulgärkonstruktivistische Gerede, das ist größtenteils dumm, weil sie nicht erkennen, dass die soziale Realität eben als gemachte Realität, das ist sie, aber eben damit keine verfügbare Realität ist, also durch Handlung. Sie ist, wenn sie verfügbar ist, dann nur durch sich selbst, aber sie ist durch Handlung nicht verfügbar zu machen. Wenn sie aber glauben, soziale Realität sei durch Handlung verfügbar zu machen, dann landen die in der blödsinnigen Situation, dass sie meinen, sie könnten sich da irgendwelche Identitäten konstruieren, dann behaupten, weil sie es sich vorstellen können, sei das die Realität, um die es ging. Aber das ist natürlich Quatsch. Ja, aber ich glaube, da gibt es auch verschiedene Lager. Sozialkonstruktivisten, ja, soweit ich es kenne, sehen schon, dass du dich den Institutionen zum Beispiel und den sozialen Realitäten, also den Strukturen nicht einfach, also dass du die nicht umdenken kannst, sondern das bedarf, also aus Sicht der Sozialkonstruktivisten, bedarf in Anführungsstrichen nicht steuerbar, aber dass, wenn es sich denn ändert, dann ändert sich es halt in der Interaktion. Auch nicht. Nee, eben nicht. Also so sehen sie es aber. Ja, das stimmt aber dass, nicht. Dass in der Interaktion Wirklichkeit hergestellt wird, beziehungsweise dargelegt wird, was alle Beteiligten jetzt unter Wirklichkeit zu verstehen also haben. Also in der modernen Gesellschaft ist die Interaktion tatsächlich, also die Interaktionssysteme, gerade die schwächsten Systeme, die es gibt, die am wenigsten leistungsfähig sind, die am wenigsten Gesellschaft garantieren können, sondern der Voraussetzungszusammenhang ist, dass die Funktionssysteme den größten Teil derjenigen Leistungen erbringen, um Gesellschaft zu ermöglichen und Interaktion. Das ist ja das Schöne, dass wir in unserem Alltag taucht das als Freiheit auf. Dass wir eben einfach sagen können, ich muss mit dir nicht reden oder du kannst mir auch egal sein oder ich habe hier Nachbarn, die haben sich ihr Hausschweinchen rosa angestrichen. Ja, also wirklich Schweinchen rosa. Das sieht so scheiße aus, aber die sagen es einfach. Aber das jetzt wirklich? Ja, das sieht furchtbar aus. Da kannst du nicht hingucken. Also wirklich wahr. Aber die sagen sich, was gehen mich meine Nachbarn an? Die können mich alle mal am Arsch lecken, ne? Malen ihr Haus Schweinchen rosa an, weil sie sagen, ich muss mich ja mit meinen Nachbarn nicht mehr unterhalten. Das stimmt ja. Wir müssen uns nicht mehr unterhalten. Es kann ihnen auch genauso gut egal sein. Aber wieso haben die ein Hausschweinchen? Nein, Schweinchen rosa, also angemalt. Weißt du, was ich meine? Die Farbe. Die haben ihr Haus Schweinchen. Ach, ihr Haus. Ich dachte, ihr Haus Schweinchen haben sie rosa angemalt. Nein, die haben ihr Haus Schweinchen rosa. Du meinst, sie haben ihr Haus Schweinchen rosa angemalt. Schweinchen rosa angemalt. Das sieht furchtbar aus. Wenn du da hingehst, dann fällt sie runter. Aber weil sie eben einfach sagen, ich rede mit meinen Nachbarn nicht mehr und meine Nachbarn können mich mal am Arsch lecken. Das ist die Botschaft. Ne? Aber da werden sie eigentlich doch von Funktionssystemen, nämlich von politischen, gestört, die da sagen, Kommunale, es gibt sowas wie einen regionalen Kulturbestandsschutz oder so dass man das erst anmelden muss oft. Du darfst ja nicht einfach dein Haus so gestalten, wie du möchtest, wenn es nicht in die Landschaft kommt. Das ist ja genau der Punkt, weshalb sie es machen, weil sie nämlich sagen, du kannst das nicht juristisch regeln, du kannst nicht auch noch hinlegen und sagen, die Farben festlegen, in welchen die Leute ihre neu gebauten Häuser streichen sollen. Also der Regelungsbedarf lässt sich nicht beliebig machen. Eben aus diesem Grunde machen sie es, weil sie nämlich sagen, wir können jetzt nämlich hier mal etwas tun, wogegen niemand etwas machen kann. Es muss allen Leuten egal sein. Und wenn du dann da drauf guckst, fällst du in Ohnmacht. Da kannst du gar nicht hergehen. Aber sowas wollte ich nur sagen zum Thema Interaktion garantiert lange nicht mehr Gesellschaft. Weil wir nämlich sehr viele Möglichkeiten haben, Interaktionen zu vermeiden und ihnen aus dem Wege zu gehen
oder nur solche Gespräche zu suchen, immer mit denselben Leuten oder so. Wir machen ja auch viele, in irgendwelche Sekten gehen oder irgendwelche, sich in irgendwelchen da, ne, irgendwelchen seltsamen Clubs dazu treffen oder so, weil sie sagen, ich rede immer nur noch mit denselben Leuten über dasselbe. Nur bei diesen Schweinchen Rosa könnte ich mir vorstellen, dass so Interaktionisten sagen würden, ja, das ist ein deviantes Verhalten. Oder nicht Interaktionisten, sondern bestimmte Schulen gibt es so, die dann sagen würden, und alleine durch die Handlung, dass du das Rosa streichst, unterstreichst du sozusagen nochmal, wie es halt normal sein sollte. Also du zeigst dadurch die Grenze auf, wo die gesellschaftliche Norm, das wäre so Dürkheim, wo die Grenzen der gesellschaftlichen Norm sind, weil dann alle sagen, so geht's nicht. Und so hättest du ja durch die Handlung quasi etwas getan, was dann schon Norm herstellt, allerdings wieder über die Zuschreibung der anderen. Naja. Ich werde demnächst mal ein paar Fotos davon machen, dann schicke ich dir die mal, die Fotos. Ja, wir werden das hier besprechen. Das kann ich nicht ganz so schnell, da muss ich länger drüber nachdenken. Wir haben ja jetzt Internet, also wenn wir erstmal Internet haben, dann haben wir sowieso kein Problem mehr. Ja. So zum Abschluss könnten wir nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den du hattest geschrieben, ja, die Professionalitätsmagie des Radios steht ganz konträr zu der nicht vorhandenen Professionalitätsmagie des Podcasts. Und dadurch, dass Podcasts aber auch ein gewisses Publikum erfahren und eine gewisse Beliebtheit, zeigt sich eigentlich, dass die Professionalitätsmagie irrelevant ist. Das ist auch so gehen würde. Also wenn, habe ich das richtig verstanden? Also wenn Radio jetzt zum Beispiel, also die geben sich ja alle Mühe, besonders kompatibel zu sein mit dem Massenpublikum. Und wenn sie das nicht machen würden und alle würden auf einmal schlecht sein, würde es trotzdem gehen. Also die Leute würden es trotzdem hören. Oder habe ich das falsch verstanden? Nee, das Interessante ist, warum tun sie es denn überhaupt? Also nicht warum tun sie es, sondern wie kann es sein, dass es trotzdem geschieht? Also das ist ja genau der Punkt. Also darüber hatten wir ja schon ganz am Anfang gesprochen. Ich vermute, dass es einfach damit zusammenhängt, dass wir sozusagen das Kuriosum einfach nur beobachten. Also es macht sich das Kuriosum bemerkbar. Und dann ist es eben einfach nur, also das Kuriosum, dass also die Leute sich, wie der Stefan Seidel, nicht wahr? Hör nicht aufs Publikum und ist doch egal, ob der Ton gut ist und ist doch egal. Also diese Rücksichtslosigkeit. Dass diese Rücksichtslosigkeit selbst als Kuriosum auffällt, so würde ich mir erklären, den Erfolg von Thilo Jung erklären. Ne? Einfach dieses Kuriose, dass sozusagen die eingespielten Regelmechanismen zwischen Journalist und Politiker, ne, die unterläuft er einfach. Die unterläuft er, Thilo, einfach durch sozusagen eine beinahe völlig ungenierte Rücksichtslosigkeit, die uns eine sportliche Rücksichtslosigkeit, keine unsportliche, denn die Sportlichkeit dieser Rücksichtslosigkeit von Thilo besteht ja darin, dass er selber auch die Rücksichtslosigkeit der anderen zu fürchten, also zu gewärtigen hat. Und das geschieht ja auch, dass ja auch Shitstorms über ihn hereinbrechen. Also es ist ja schon eine sportliche Rücksichtslosigkeit. Ja. Aber es sind beide, sowohl der Thilo Jung als auch der Stefan Seidel, sind ja insofern Außenseiter. Man könnte jetzt fast sagen, dass die abweichendes Verhalten durchführen oder umsetzen. Mit ihr, also wenn wir jetzt mal aufs Verhalten gucken würden, abweichendes Verhalten und dann, wenn wir dann sagen, okay, abweichendes Verhalten hat die Funktion, normativ klar zu machen, wo die Grenzen sind. Dann ist das ja nichts, wenn das stimmt, also ist jetzt nur eine These, dann wäre sowohl Thilo Jung als auch Stefan Seidels Ding, wäre dann nichts, also wären dann keine Innovationen in dem Sinne, dass die Masse dann dem nachstrebt, sondern es zeigt nur auf, wo ist die Normalität und wo ist sie nicht. Genau. Und die, genau. Und die, das, was nicht normal ist, hat einen gewissen Aufmerksamkeitswert. Die Leute gucken aber nur so lange drauf, wie es nicht normal ist. Genau. Und dann würde man sagen, der Erfolg von Thilo Jung hängt ja auch ganz stark damit zusammen, dass eine gewisse Normalität herrscht, die er damit aber auch herstellt, weil er eben zeigt, wo die Grenzen dieser Normalität sind. So ungefähr würde ich das auch sehen. Also so kann man das, also das ist das Innovative, ist eigentlich nur sozusagen die Grenze zu markieren, zu sagen, so geht das hier nicht weiter. Ne? Genau, so geht das nicht weiter. So. Und dann würde man bei dem Podcast eventuell sagen, Podcasts sind so schlechtes Radio, dass die Grenze markieren dessen, was als Massenmedium noch irgendwie
im Grunde als Normalität ja, hergestellt werden ungefähr. kann. Also Das werden die aber nicht hören wollen. Ja nun, also, da wird ja keine Geringschätzung über die Menschen gesagt. Das ist, nein, nein. Es geht ja nicht um die Geringschätzung, sondern es geht ja darum, wie wird das irritabel oder wie wird das, also wo kommt das Faszinosum zustande? Und das Faszinosum, würde ich sagen, ist dann auf einen Beobachter zu rechnen. Und zwar meine ich eben hier auf das soziale System. Also nicht etwa beziehungsweise auf das soziale System, sofern es ein Medium ist, und nicht etwa auf die Handlungen und Handlungsmotive und Handlungsgründe und Bedürfnisse von irgendwelchen Menschen. Weil Das sie heißt, mir das nicht da wird erklärt. kein Bedürfnis gestillt, sondern es wird maximal klargemacht, wo quasi die Grenzverläufe wären Ungefähr. von der Gesellschaft. Ja, ne. Ja. Ja, interessant. Also ich muss, ich bin jetzt breit. War sehr anstrengend. Und ich muss auch sagen, wer sich deinen Artikel, wir verlinken das ja alles unten, aber wer sich den durchlesen will, der muss Zeit und Nerven mitbringen, weil das ist tatsächlich ein. Irgendwo hat doch einer deiner Kommentare gesagt, das wäre ein Wasserfall von Information und sie käme, sie oder er käme über die zwei Kapitel nicht hinaus. Das müsste sie erstmal verdauen. Lernen heißt ja auch immer in die Irre gehen und lernen heißt ja auch gegen die Wand rennen und lernen heißt scheitern und lernen heißt verworren sein. Das gehört, das ist Lernen. Lernen ist nicht sich dahinsetzen und irgendetwas auswendig lernen, sondern lernen heißt sozusagen sich, ja, sich dem Problem des Lebens nicht aus dem Wege zu gehen. Das heißt Lernen. Ja, ja aber. Bin ich aber müde. Ich auch. Ich bin total breit. Ich muss mal auf die Uhr gucken. Wir haben jetzt 6:30. Martina, naja, Martina schimpft schon, weil wir essen. Ja, ey, schön, dass du da warst. Okay, alles klar. Also bis dann, ne? Mach's gut. Tschüssi. Tschüss.